Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von mir. Jo, heute spielen wir dieses Mal als Streifenpolizist LSPDFA die Polizeimod. Wir sind momentan auf der Autobahn, haben heute noch vor, etwas in Los Santos rumzufahren. Aber erstmal sind wir auf der Autobahn natürlich wieder hier mit der deutschen Polizei. Haben auch natürlich, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, hier einen Kollegen mit dabei. Hallo Günther. Ja moin, das ist der Kollege Günther. Und wann spielst du KW, kommt dir schon die Frage, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wann ich wieder Bock drauf habe und wann ich da ein bisschen mehr Geld habe, weil das dauert da wirklich ein bisschen lange, bis man ordentlich Geld verdient, außer man bekommt das. Aber naja, gut. Also auf jeden Fall, heute spielen wir natürlich als Polizisten ein bisschen. Ihr seht's, wir sind hier im V250 unterwegs. Also wirklich cooles Fahrzeug, hatte ich ja schon im letzten Video vorgestellt, beziehungsweise etwas genauer gezeigt. Und deswegen, ich würde sagen, Kollege, steig mal ein. Wir fahren nämlich heute ein bisschen auf Streife rum. Jetzt erstmal auf der Autobahn fahren. Ja, gucken dann, dass wir ein paar Verkehrskontrollen machen. Einfach mal ein bisschen die Polizeiarbeit bzw. der Polizeiarbeit nachgehen, ne, Kollege? Ja. Guck mich wieder so ein bisschen blöd an. Gut, ich hole mir die Tage auch alles für die FA. Hype ist da. Freut mich auf jeden Fall. Hallo auf jeden Fall an jeden, der momentan dabei ist, Monster Alley. Und jo, ich würde sagen, dann beginnt unsere Streife jetzt auch direkt. Und jo, grüßen mache ich auf jeden Fall am Ende, Leute. Also ich grüße euch am Ende des Streams. Und da sage ich dann noch einmal Bescheid. Wir sehen ja schon mal ein Fahrzeug. Wir fahren ja alle ein bisschen schnell, oder? Ja, aber wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht beirren. Wir fahren hier ein bisschen lang. Gucken mal, dass alles gut läuft. Nehmen dann gegebenenfalls natürlich auch Einsätze entgegen, wie wir das immer so machen. Und ja, ich bin schon mal gespannt, was wir heute für Einsätze bekommen. Hier, irgendwie kommt es mir so vor, als ob die Fahrzeuge ein bisschen komisch fahren. Was ist hier nur los? Gut, wir fahren mal hier rein, wir gucken einfach mal hier, was hier los ist. Kannst du mich grüßen? Wie gesagt, grüßen tue ich am Ende des Livestreams, also am Ende einfach nochmal, ja, schreiben. Aber ich werde das nochmal dann ankündigen, wann ich Leute grüße. So, alles okay hier? Keine Drogendealer, das freut mich doch. So, das freut mich. Gut, wir haben einen weiteren, beziehungsweise wir haben den ersten Einsatz für heute bekommen. Und zwar wurde uns hier anscheinend ein Fahrzeug gemeldet mit einer betrunkenen Person, beziehungsweise der Fahrzeugführer hat irgendwie Drogen genommen, beziehungsweise steht unter Einfluss von irgendetwas. Würde ich sagen, machen wir direkt mal hier Blaulicht an und rücken mit Code 3 direkt mal dahin. Also auf jeden Fall, das könnte ein bisschen gefährlich werden, je nachdem, ob der irgendwie andere Straßenverkehrsteilnehmer in Gefahr bringt. Aber wir gucken einfach mal. So, habe ich was verpasst? Nee, noch nicht. schaue jetzt einen Livestream und schreibe nebenbei meinen Overwatch-Aufsatz. Ja, viel Spaß dabei. Gut, Overwatch-Aufsatz, nice. Was ist das für ein Auto, das Polizeiauto? Das ist der Mercedes-Benz V250. Ja, der ist ganz cool. Habe ich auch im letzten Video, wie gesagt, vorgestellt. Kannst du dir nochmal anschauen. Aber gut, so, wir haben jetzt hier Sichtkontakt zu einem Fahrzeug. Der hier hat anscheinend irgendwie ein bisschen was genommen. Wir verfolgen das Fahrzeug jetzt erstmal ganz normal, aber wir sehen schon, boah, er hat ihn direkt gerammt. Okay, was ist denn mit dem falsch? Unsere Kollegen da machen auch irgendwas, perfekt. Aber gut, was ist mit dem hier falsch? Der hat anscheinend wirklich irgendwas genommen. Oh Mann, ich würde sagen, bitte einmal rechts ranfahren. Einmal bitte rechts ranfahren, daher. Oh, okay, ich glaube, er will flüchten. Na dann, okay, er flüchtet. Wir müssen auf jeden Fall stoppen. Nagelbänder haben wir. Also auf Nagelbänder können wir auch zurückgreifen. Wir holen erstmal ein bisschen Verstärkung hier an. Wie geht's dir? Mir geht's gut und euch? Ich hoffe, bei euch ist auch alles gut. So, okay, sofort, Kollegen, haltet das Fahrzeug auf. Flüchtiges Fahrzeug hier auf der Autobahn. Ich fahre mal ein bisschen vor. Legt dann gegebenenfalls auch gleich Nagelbänder vor das Fahrzeug, obwohl, gut, das, ja, das hat sich dann erledigt. Was macht der hier? Okay, gut, Kollege, los ist los, wir kriegen ihn. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. So, Hände hochnehmen. Sofort die Hände hoch. Okay, ganz ruhig. Wo ist die Dame? Hier ist er. Gut, die ist anscheinend hier geflohen in dem Fahrzeug. Hat auch gut geparkt, ne? Muss man schon sagen. Gut, dann legen wir der Dame jetzt erstmal Handschellen an. Hat wahrscheinlich irgendwas genommen. Hab heute abonniert. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich. So, die Dame sind dann jetzt erstmal vorläufig festgenommen. Wahrscheinlich fahren sie hier mit Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss. Werden wir dann jetzt nochmal feststellen. Wir machen einfach mal jetzt so aus Spaß einen Alkoholtest. Kannst du auch mal mit der G-Klasse fahren? Können wir auch heute noch im Stream machen. So, wir machen jetzt aber erstmal einen Drogentest. Gucken wir mal, ob die Dame Drogen genommen hat. So, nee, hat sie nicht genommen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt nochmal einen Alkoholtest. Wir sehen da unten links die Ergebnisse. Alkoholtest, so, warten wir mal. Und sie hat Alkohol genommen, 0,128%. Das ist ein bisschen was zu viel. Das heißt, die Dame ist dezent besoffen. Ich würde sagen, wir packen die einfach mal bei uns ein, ne? Wie wir das öfter mal so machen. Komm, steigen Sie ein.
Reiner, perfekt. Okay, das Fahrzeug von der Dame schleppen wir da auch erstmal aus Sicherheitsgründen ab. Muss los, bye, aber like. Danke, hab abonniert, vielen, vielen Dank. So, gut, wie gesagt, weil jetzt wieder welche Fragen grüßen, tue ich am Ende des Streams. Gut, Abschleppdienst ist informiert. Hier ist... Oh Mann, Leute, was machen unsere Kollegen nur falsch? Ich weiß es nicht, aber habt ihr sowas schon mal gesehen? In echt, meine ich jetzt. Also, na egal. Gut, ich würde sagen, Kollege einsteigen. Fahrzeug wurde anscheinend gerade schon abgeschleppt. Der fährt der Abschleppdienst direkt mit dem Fahrzeug. Gut, Tür hinten zumachen. Perfekt, perfekt. Wir haben jetzt die Dame hier hinten noch drin. Werden die dann auf jeden Fall demnächst zur nahegelegensten Wache bringen. Aber wir haben... Na gut, der Einsatz hat sich erledigt. Wir waren ein bisschen zu spät. Du bist der Beste, ich habe abonniert. Danke. Gut, dann fahren wir jetzt wieder auf die Autobahn. Wir haben natürlich jetzt die Dame hier drin. So, gut. Wo ist denn die nächste Polizeistation? Wo die... Ja gut, die ist etwas zu weit weg. Da fahren wir jetzt nicht hin. Fahren erstmal ein bisschen weiter auf Streife. Vielleicht kriegen wir ja den Wagen hier hinten noch voll mit Verbrechern. Wann bist du auf Klärwerk unterwegs? Weiß ich noch nicht. Vielleicht im nächsten Livestream. Ja, aber ich habe noch einen GTA-Live-Server, einen coolen, entdeckt. Also vielleicht kann ich euch da auch was zeigen. Da bin ich auf jeden Fall schon Polizist geworden. Ich habe mit dem Server-Owner gesprochen. Und ich muss sagen, der ist besser programmiert als Klärwerk. Also müsst ihr euch mal angucken. Werde ich dann auch vielleicht mal machen. Wie heißt die Mod? LSPDFA. Moin, bin wieder da. Hallo. Hab abonniert. Danke. So, kannst du auch ein Audi A2 machen? Audi A2 habe ich nicht. Ich habe immer ein Audi A4. Und ja. Spielst du nicht mehr GTA Live? Doch. Aber momentan jetzt gerade nicht mehr. So, also jetzt gerade in diesem Livestream nicht. So, hast du dich mittlerweile bei Klärwerk beworben? Ja, ich bin da auch schon angenommen. Davon habe ich auch schon mal einen Stream gemacht. Aber gut, guck mal, wir verfolgen gerade einfach den Abschleppdienst. Das ist irgendwie ein bisschen hobbylos, oder? Na gut, wir verfolgen den einfach mal ein bisschen weiter hier, den Abschleppdienst. Gucken, was das noch so wird. So, ja, Timoto hat den natürlich. Na gut, mit dem Abschleppdienst läuft ja nicht so viel. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier rechts ran. So, fahren einfach mal hier an, rechts ran. Und dann gucken wir mal, dass hier mit dem Verkehr auch alles flüssig läuft. Wir können natürlich auch eine Radarkontrolle machen. Wir wollten ja heute ein paar Verkehrskontrollen bei den Fahrzeugen hier durchführen. Ja, gucken wir einfach mal. So, gut. Einsatz reinbekommen. Gestohlenen LKW anscheinend. Okay, hier wurde ein LKW gestohlen. So, gut. Wie heißt der RP-Server, der besser ist? Ja, ob der besser ist, müsst ihr entscheiden, aber Blackline RP heißt der. Werde ich auf jeden Fall mal in dem Video vorstellen, beziehungsweise im Stream. Und gut, hier... Nein, warte, wo ist der geklaute LKW? Da vorne ist er. Okay. Gut, da hat anscheinend jetzt jemand hier so eine ganze Ladung Tank gestohlen oder was der auch immer transportiert. Gut, das wird ein bisschen schwierig, den LKW zu stoppen, das sage ich euch. Wir fahren einfach mal vor. Der LKW sollte jetzt nicht so schnell sein. Wir fahren einfach mal ein bisschen vor und gucken dann mal, dass wir wirklich dieses Mal Nagelband schaffen, davor zu werfen. Deswegen, so. Ja, wir haben wir es geschafft? Nein. Oder doch, doch, wir haben es geschafft sogar. Also zwei Reifen sind kaputt. Der ist übers Nagelband gefahren, Leute. Perfekt. Perfekt. Wer es nicht gesehen hat, hier ist das Nagelband. Da ist er drüber gefahren gerade. Okay, gut. Ich würde sagen, den stoppen wir auf jeden Fall. Wir holen trotzdem nochmal Verstärkung an zur Absicherung. So, okay, Kollege. Renn ihm hinterher. Taser, ich habe den Taser draußen. So, den kriegen wir auf jeden Fall. Der rennt. Okay, das ist jetzt selber schuld. Wird einmal stehen bleiben. Stehen bleiben, Hände hochnehmen. Sie sind schon genügend verletzt, oder? Ja, sie sind schon genügend verletzt. Hoffe ich einfach mal. Gut. Kollege, absichern. Ich teile der Zentrale das kurz mit. Alles okay bei uns. So, wie heißt die Mod für die deutschen Schilder? Die heißt GTA 5 deutsche Verkehrsschilder. Also musst du einfach mal bei Google eingeben, dann kommst du auf die gta5mods.de Seite. Ist aber auch eigentlich bei meinen normalen Videos verlinkt. Hoffe ich zumindest, dass ich es nicht vergessen habe. Kollegen, ihr müsst den hier mitnehmen. Bei unserem Fahrzeug ist leider schon jemand drin, obwohl, komm. Passt der hier noch rein? Ich weiß es nicht, ob der noch reinpasst. Aber ich glaube nicht. Kollegen, Kollegen, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ihr kriegt den, ihr kriegt den. Okay, er kriegt den doch nicht. So, ey. Was ist denn jetzt los? Ich laufe doch jetzt nicht meinem Kollegen da hinten daher. Wo ist jetzt der Täter? Oh Mann. Okay. So. Hinten, wie viele sind jetzt drin? Okay, jetzt sind beide hier hinten drin irgendwie. Gut, also dann haben wir eigentlich alles das, was wir wollen. Beide Täter sind hinten drin. Jetzt ist unser Auto eigentlich schon voll, obwohl... Einer müsste da hinten eigentlich noch reinpassen. Du streamst gerade echt perfekt. Danke, kein Problem. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefällt. Und ich würde sagen, mit den beiden Personen hinten reparieren wir erstmal unser Fahrzeug, weil das ist ein bisschen kaputt gegangen hier.
Na gut, Fahrzeug repariert und da fahren wir jetzt ein bisschen weiter. Grüßen mache ich, wie gesagt, am Ende. YouTube-Benachrichtigung funktioniert bei mir nicht. Ja, das habe ich gerade auch schon gesehen. Also ich habe gerade schon mal gestreamt. Da kam aber niemand in den Stream rein. Und dann habe ich den Stream gelöscht und nochmal jetzt angefangen. Jetzt sind zum Glück ein paar Leute reingekommen. Aber ja, vielleicht buggt YouTube wieder ein bisschen mit den Benachrichtigungen rum. Ist aber auch nicht schlimm, weil den Stream gibt es auch im Nachhinein zum Wiederholen für die, die es verpasst haben. Gut, wie heißt die Feuerwehrmod? Die heißt Los Santos Rescue Division Mod. Genau, die habe ich aber auch verlinkt unter meinen Feuerwehrmod-Videos. So, wir haben einen weiteren Einsatz bekommen, der ist direkt hinter uns passiert, oh meine Güte. Und zwar, wir haben ja anscheinend irgendeine Störung gemeldet bekommen. Was das jetzt genau ist, wissen wir nicht. Wir rücken jetzt einfach mal, still an. Warum kam jetzt so lange keine Reaktion auf deinem Kanal, Felix? Habe ich schon ganz oft gesagt, weil ich keinen Bock mehr habe. da drauf. Ja, genau. So. Gut, also hier haben wir irgendeine Störung gemeldet bekommen. Ich glaube, ich weiß auch schon, worum es geht. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, sich hier auf die Straße zu legen. Ich weiß nicht, ob die Dame noch lebt. Aber das ist jetzt nicht jugendfrei, Leute. Hallo? Oh Mann, das ist nicht jugendfrei. Das dürft ihr gar nicht sehen. Mein Video wird locker gesperrt. Aus diesem Grund... ja, also die Dame. Ich würde sagen, sie dürfen natürlich hier sich nicht nackt auf die Straße legen. Gefährden damit den Straßenverkehr. Aus diesem Grund würde ich sagen, bräuchte ich da einmal ihren Ausweis, beziehungsweise ich werde sie direkt festnehmen, weil sie... Ich denke mal unzumut... Ey, nein, 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 weg mit der... Na, die wollte mich angreifen. Dafür kann ich jetzt nichts. Okay, die hat ein bisschen Geld hier gehabt. Nein, nein, keine Panik, fahren sie doch jetzt nicht extra nochmal drüber. Wollen wir einmal bitte den Rettungsdienst hier. Oh Mann, Leute, es ist nur Chaos, es ist nur Chaos. Ist das ihr Ernst? Ist das ihr Ernst? Oh Mann. Okay, wir waren da einmal mit hier in Absperrung. So. Oh Mann. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Der Rettungsdienst kommt auf jeden Fall an. Der RTW ist da. Die Dame, ja, wollte mich angreifen. Daraufhin habe ich mit dem Taser hier reagiert. Nein, Rettungsdienst, kümmern Sie sich bitte um die Dame einmal. Gucken Sie, ob Sie das noch hinbekommen. Ansonsten hole ich die Mordkommission. Wer sich auf die Straße legt, ist halt natürlich selbst schuld. So, alle Fragen kann er nicht beantworten. Und er kann nicht gleichzeitig zocken. Ja, das stimmt. So. Okay. Dann kümmern Sie sich mal um die Dame hier. Sie haben aber schlecht geparkt, muss ich sagen. So. Wann machst du wieder KW Live? Alle Sachen sind billiger geworden. Oh, ja dann kann ich das zum nächsten Mal wieder machen. Gut, die Dame konnte leider nicht gerettet werden. Selbst schuld. Gut. Deswegen... Ich habe jetzt die Gerichtsmediziner mal angefordert. Ich denke, wir können jetzt eigentlich die Schilder hier... soweit es geht, wieder wegnehmen. Denn die Gerichtsmediziner kommen ja auch wieder hin, ja? Da einmal bitte Fotos vom Tatort machen. Und irgendwas mit den Fotos machen, keine Ahnung. Ne? Sie wissen ja schon. Gut. Die Mordermittlung macht jetzt ein paar Fotos hier. Und dann würde ich sagen... Ja, komm. Wer weg. Gut. Alles an die Mordermittlung bzw. Mordkommission weitergegeben. Wir können jetzt weiterfahren und uns um den Rest hier kümmern. Ein bisschen auf Streife, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich hau 5 Euro auf den Tisch. Jo, das freut mich doch. Kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße am Ende der Streams. Genau, also ich sag am Ende Bescheid und dann grüße ich euch und blende auch wahrscheinlich den Chat ein. Kannst du mal zeigen, wie man GTA 5 Mods installiert? Habe ich schon ein paar Mal gemacht, beziehungsweise nicht ein paar Mal, sondern ich habe ein LSPDFA Installations-Tutorial-Video gemacht. Kannst du dir gerne mal anschauen. Und Daniel Gaming hat auch schon gezeigt, wie man Fahrzeuge installiert. Also wenn du wissen willst, wie man Fahrzeuge installiert, dann am besten bei Daniel Gaming mal vorbeischauen. Der hat da mal ein Video zu gemacht. So. Gut. Warum kamen keine Videos? Ja, eigentlich kam jetzt vor einer Woche das letzte oder so. Aber ich hatte ein bisschen Zeitstress auch. Ja, wegen Berufsschule und sowas, ne? Deswegen ein bisschen Zeitstress da gehabt. Aber jetzt läuft's eigentlich wieder. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr streamen und gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Videos machen. Mal gucken, wie das so von der Zeit her wird. Genau, kannst du SWAT spielen? Ja, können wir auch mal in einem anderen Livestream machen. Heute sind wir halt, wie gesagt, auf der Autobahn unterwegs. Gut, wieso werden immer nur Fahrzeuge hier geklaut? Okay, anscheinend Militärbasis. Einsatz in der Militärbasis gestohlener Geldtransporter. Ja, wir rücken mal sofort an. Also unsere Kollegen vom Militär brauchen anscheinend Unterstützung, weil dann Geldtransporter gestohlen wurde. Deswegen, okay, ist aber auch komisch, dass in der Militärbasis was geklaut wird, ne? So, dann würde ich sagen, fahren wir an. Wo schnell es geht, hier mal rein. Kommen wir hier rein? Machen Sie mal bitte das Tor auf. Okay, ist mir egal. So.
Hallo, Kollegen vom Militär, wir müssen hier einmal bitte rein. Gut, Fahrzeug sollte uns jetzt entgegenkommen. Hoffen wir mal. Wo ist das? Nee. Ansonsten hätten wir natürlich hier auch wieder auf der Straße ein Nagelband legen können. Panzer, oh nein. Oh nein, ich habe schlechte Erfahrungen mit Panzern hier gemacht. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier das Fahrzeug suchen. Geldtransporter. Okay, hab Sichtkontakt. Nein, was macht der? Fährt er jetzt hier auf die Landebahn oder was? Das wäre ein bisschen blöd. Deine Streams sind immer so nice. Ich liebe die. Danke. So, gut. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie auf die Landebahn kommen. Okay, Polizeieinsatz in der Militärbasis. Das ist doch auch mal nice. Vielleicht können wir ja gleich mal wegfliegen mit so einem Flugzeug hier. Professionelle Polizeiarbeit. Wohnst du mit Daniel Gaming zusammen? Zufällig nicht, ne? So. Kann man mit Handyrechnung spenden? Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich nicht. Gut. Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir holen uns mal am besten ein bisschen Verstärkung hier ran. Braucht ihr einmal bitte Verstärkung? Ja, perfekt. Da kommen schon Kollegen von uns an. So. Mit K kannst du bitte Folgen ausmachen. Stimmt. Na gut. Bitte Folgen ist aus. So. Bitte einmal anhalten dann. Sie können vor uns nicht fliehen. Das werden sie niemals schaffen. So, wir werfen Nagelband. Nagelband gelegt und wir haben unsere Kollegen getroffen. Mist. Okay, Nagelband wieder einsammeln. Nein. Okay, haben wir den auch getroffen? Mein Kollege schießt jetzt noch auf die Reifen. Das Problem ist, unsere Kollegen da sind jetzt gerade über unser Nagelband gefahren. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Hashtag LikeHype. Jo, danke. Gut, wir verfolgen den Geldtransport auf jeden Fall weiterhin. Ja, der hat schon ein paar kaputte Reifen und da vorne ist auch schon das Militär, die patrouillieren hier. Unsere Kollegen kommen nicht weiter voran, das heißt, wir sind jetzt erstmal auf uns allein gestellt, bis wir dann weitere Verstärkung noch gleich anfordern. Wow, rammen sie mich doch nicht. Oh nein, hier ist ein Panzer. Perfekt, perfekt, der Panzer liegt hier wirklich perfekt. Jetzt legen wir hier ein Nagelband, jetzt kann er eigentlich nicht ausweichen. Okay, er kann doch ausweichen. Na gut, dann legen wir hier ein Nagelband jetzt gleich. Nagelband. Und er fährt jetzt genau drüber. Er kann jetzt nichts mehr machen. Er ist genau über das Nagelband gefahren. Obwohl, warte mal. Okay, anscheinend kann er doch noch was machen. Aber die Reifen sind auf jeden Fall kaputt. So, wir probieren jetzt nochmal ein bisschen auf die Reifen da zu schießen. Obwohl, die sind eigentlich kaputt, ne? Gut, tschüss Felix, gute Nacht. Oh, Felix Gaming Fan heißt hier einer. Jo, das freut mich auf jeden Fall. Der heißt hier einfach Felix Gaming Fan. Wow. Alter. Ist das... Hä? Wieso? Das ist... Hä? Was ist mit denen falsch? Jetzt mal ernsthaft, das Militär ist auf unserer Seite. Was ballert? Okay, das Militär hat uns abgeballert. Ich glaube, das schreit nach einer Razzia im Militärgebiet, oder? Was? Gibt es Pfefferspray-Mod? Ich glaube nicht, ne. Aber Leute, das Militär hat uns angegriffen. Wo ist mein Partner jetzt? Ist er tot? Ja gut, mein Partner ist wahrscheinlich gestorben. Dann brauche ich einen neuen. Aber nee, jetzt ernsthaft mal. Was ist mit denen falsch? Oh Mann, was ist denn mit denen los? Gut, wir brauchen da mal ein neues Fahrzeug. Wir können jetzt auch gerne mal das Fahrzeug wechseln. Einer hat sich ja G-Klasse gewünscht, glaube ich. Gut, dann nehmen wir mal die G-Klasse. Wir wechseln das Fahrzeug jetzt einfach immer wieder. Das ist ja auch ein bisschen robuster für die, beziehungsweise für die Berge, beziehungsweise Offroad. Wir fahren jetzt mal so schnell es geht ins Militärgebiet. Vielleicht entdecken wir da ja noch unseren Partner. Und die Lichter bei dem Fahrzeug sind ja ein bisschen heller irgendwie. Na gut, wir fahren mal in der Ego-Perspektive ein bisschen rum. Auf jeden Fall, wir müssen mal zum Militärgebiet jetzt wieder. Ich weiß nicht, was das für Leute waren. Aber auf jeden Fall, Leute, der Panzer hat mich einfach... Boah, Vorsicht, Vorsicht! Ich hätte fast hier das Tier überfahren. Aber ja, Militärputsch, genau. Ach, das meintest du mit schlechter Erfahrung. Genau, das meinte ich. Haha, das Militär ist gegen Polizisten. Ja, finde ich aber nicht so nett, ne? Dein Partner wurde auch schon weggeballert. Juhu. Ja, was sollen wir da machen? Ich glaube, wir brauchen eigentlich besseres Equipment, wenn das Militär jetzt nochmal probiert, uns zu töten. Vor allem das Militär darf eigentlich nicht gegen uns agieren. Das heißt, wir haben es hier mit einem Militärputsch zu tun. Wir brauchen sofort ein SWAT-Team gleich. Ich weiß aber auch nicht, was den Panzern einfällt, hier einfach gegen mich, mich abzuballern. Ja, ich helfe denen sogar und die ballern mich ab. Gut, da vorne sind auch schon Kollegen von uns. Was ist eure Lieblingssendung? Ja, ich gucke eigentlich kein Fernsehen mehr. Aber ja, vielleicht können die andere Leute hier ihre Lieblingssendung reinschreiben. Aber ich gucke momentan kein Fernsehen mehr so richtig. Oh, aus dem Weg. Scheiße. Gut. Ab zur Militärbasis. So. Nimm einen Mercedes-Benz R350. Den habe ich nicht installiert.
Aber gut. So, gleich sind wir auch schon angelangt. Ich denke, unser Kollege, den können wir nicht mehr retten. Also ist ja klar. Der wurde vom Panzer niedergemacht. So. Man darf als Polizist nicht in der Militärbasis schießen. Sorry, da war ein Einsatz. Gut. Ich würde sagen, Kofferraum auf. Wir müssen uns jetzt ein bisschen besseres Equipment noch holen. Kofferraum auf. Los, los, los. Kofferraum, mach hin, ne? Okay, so sieht der offene Kofferraum auf. aus. Nice. Gut, wir haben jetzt ein bisschen stärkere Waffe, schusssichere Weste bekommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, ob der Panzer immer noch hier drin ist. Beziehungsweise vielleicht wurde der Panzer ja auch entführt und irgendwelche Leute davon haben auf uns geschossen. Wir wissen es ja nicht, deswegen. So, der Geldtransporter ist auf jeden Fall immer noch da. Wow, wow. Okay, meine Kollegen, die sind ja hier mitgefahren zur Unterstützung. Und anscheinend ist hier alles friedlich. Nein. Ey. Auf wen wollen sie schießen? Die Herren? Ja gut, die halten sich zurück. Seht ihr das? Die tanzen die? Ja, die Herren. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nein. Wer ist das? Okay, das ist ein Kollege von mir. Ey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, okay. Wir nehmen die Verfolgungsjagd weiter auf. Ich glaube, das Militär hat hier irgendwelche Probleme gerade. Gut. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Wir wollen dann auf jeden Fall nochmal Verstärkung, weil der Geldtransporter ist immer noch hier. Der fährt jetzt momentan ohne Reifen. Die Reifen haben wir ja durch das Nagelband zerstört. Kai, wie gesagt, grüßen tue ich am Ende. Also, am Ende des Streams sage ich nochmal Bescheid, wann ich Leute grüße. So. Okay. Dann, bitte aussteigen, sie sind verhaftet. Aussteigen. Okay, da ist der Herr. Dann einmal bitte auf den Boden legen, auf den Boden. Ganz ruhig. Ja, super machen sie das, super machen sie das. Okay, Kollegen, Kollegen, einer von euch verhaftet den jetzt. Ran da und verhaften. Los, los, ja. Traut euch, nicht schießen. Nein. Nein, bleiben Sie auf dem Boden, bleiben Sie auf dem Boden. Okay, wenn keiner meiner Kollegen sich traut, muss ich das machen. Aber dazu habe ich jetzt keine Lust. Kollegen, das ist ein Befehl. Verhaftet den. Los, verhaftet den, anstatt nur auf den zu zielen. Ja, muss ich das jetzt machen? Das ist aber jetzt ein bisschen gemein. Na gut, dann mache ich das jetzt. So. Ja, dann einmal einfach so liegen bleiben. Ich lege ihn jetzt Handschellen an. Moment, der Herr. Nein, nochmal vom... Ey, was machen sie da? Auf dem Boden. Auf dem Boden, perfekt. So, das machen... Ey, okay. Beim nächsten Mal kriegt er einen Taserschuss rein. Ich glaube, der Herr verarscht uns hier ein bisschen. Ja, deswegen sollten sie sich nicht bewegen. Das ist jetzt komplett ihre Schuld, wenn sie jetzt zappeln. Naja, okay, lebt der Herr noch? Ich glaube nicht mehr, oder? Na gut, hier sehen wir schon ein bisschen Ketchup verlaufen. Wir brauchen einmal mit dem Rettungsdienst hier. So, wer hat jetzt seine Sirene angelassen? Ich? Nee. Irgendjemand hat seine Sirene angelassen. Das ist wahrscheinlich der hier. Das regt mich ein bisschen auf. Nein, der auch nicht. Gut, auf jeden Fall, RTW ist verständigt. Ja, ich weiß nicht. Wer hat jetzt seine Sirene hier angelassen? Hä? Keine Ahnung. Also eigentlich habe ich hier alles kontrolliert. Na gut. So, RTW kommt hier wahrscheinlich nicht durch, oder was? Gut, dann schleppen wir aber trotzdem den Geldtransporter hier weg. So, muss leider off, muss los. Jo, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Bis dann. Gut, Geldtransporter wird abgeschleppt. Abschleppdienst. Sollte dann auch gleich anrücken. Hoffentlich, ne? So. Und was macht der jetzt hier? Ey. Der Herr, Sie dürfen hier ganz... Ja, da haben wir schon die nächste Verfolgungsjagd. Wir haben ja wahrscheinlich eine Person, die sich... Na gut, Abschleppdienst kommt da hinten. RTW ist verständigt. Ist hier noch ein Kollege vor Ort. Weil ich habe hier einen weiteren Einsatz eigentlich so gesehen. Der Herr hat mich hier gerade auch niedergefahren. Also Sie wissen schon, dass das hier nicht Ihr Gebiet ist. Bitte einmal anhalten. Aber bitte rechts ranfahren. Hallo? Was ist mit dem falsch? Gut, ich würde sagen, wir holen uns aber trotzdem nochmal Verstärkung hier hinzu. So, Verstärkung ist angefordert. Hoffentlich kommt die gleich. Ah, da machen wir die Kontrolle jetzt erstmal kurz alleine. Wir brauchen auch gleich nochmal einen neuen Partner. Weil sonst sind wir hier ein bisschen alleine und ein bisschen ungeschützt. Hallo, der Herr. Haben wir noch schon einen guten Tag. Ich bräuchte noch einmal bitte Ihren Ausweis. So.
Ja, dein Ausweis, das ist der Herr Jackson Bulbul, okay. Ja, und was machen Sie hier auf dem Gelände? Wir machen mal kurz eine Leitstellenabfrage, Jackson Bulbul. So. Gucken wir mal, Fußstreife. Ich glaube, Fußstreife wird ein bisschen langweilig. Guter Herr, ich bitte Sie, noch einmal aus dem Fahrzeug auszusteigen. Gegen Sie liegt keine Fahndung vor, aber Sie dürfen hier in dem Gebiet nicht rumfahren. Ach nee, ist der Offizier? Der ist Offizier, oder? Ja, lol. Okay, der ist Offizier gewesen. Gut. Aber Moment, Leute, leider ist GTA, hat gerade GTA einen kleinen Crash gehabt. Das heißt, ich kann jetzt auf den Chat ein bisschen reagieren, während GTA neu lädt. Und hier seht ihr den Chat. Ihr könnt jetzt gerne ein paar Fragen stellen, wenn ihr wollt, oder sonstiges machen. Und gleich können wir dann wieder GTA spielen. Ist leider manchmal so bei Mods, dass diese manchmal einen kleinen Crash haben, beziehungsweise abstürzen. Aber gut. So. Das heißt, ihr könnt jetzt ein paar Fragen stellen, wer Lust hat. Und dann gucken wir einfach mal. So. Ja, im Chat kommt leider jetzt noch nichts an bei mir. So. Aber gut. Kontrolle. Ja, Kontrollen machen wir gleich auch noch auf jeden Fall. Kontrollen werden auf jeden Fall gleich noch gemacht. So. Aber ansonsten alle liken. Jo, vielen Dank. So. Na, jetzt schreiben hier alle Hi in den Chat oder was? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Das ist wirklich eine interessante Frage und die kam jetzt viermal. So, kannst du please Musik anmachen? Ich denke, Musik stört, wenn ich GTA spiele, im Hintergrund. Vor allem hört man die Musik dann auch nicht mehr wegen den Sirenen. Deswegen denke ich, Musik ist nicht so gut für solche Livestreams. Würde ich jetzt irgendwie so ein Spiel spielen, was nicht so laut ist, dann ist Musik passend, aber hier glaube ich nicht. Gut, nimm den Sportwagen. Ja, wir wechseln gleich mal. Wann spielst du wieder GTA live? Wahrscheinlich im nächsten Livestream. Entweder spielen wir da auf Klärwerk oder wir spielen als Polizist auf den Server, den ich euch nochmal zeigen will. Und ja. So, warum hast du dich entschieden, YouTube zu machen? Einfach, weil ich Spaß dran hatte, beziehungsweise hab, an GTA-Videos vor allem jetzt. Und ja, deswegen habe ich eigentlich angefangen. Das ist aber schon lange her. Ich meine, ich hatte schon 2011 mal einen Kanal, also vor 6 Jahren. Also schon krass. Was hast du für einen PC? Ich habe einen, ja, kannst du so nicht kaufen, der ist selbst zusammengestellt. Und ja, also ich bin den momentan schon am neuen PC aufbauen. Das heißt, ich rüste den momentan immer auf. Was jetzt noch fehlt, bis ich dann den neuen PC habe, ist eben noch der Prozessor. Der Rest ist eigentlich schon neu aufgerüstet. Beziehungsweise Prozessor und Mainboard. Und der Rest ist eigentlich relativ neu. Das ist dann SSD. Festplatte Samsung 850 EVO. Ja, momentan Prozessor ist noch ein i5, ein etwas älterer. Aber der neue sollte dann bald mal endlich kommen. Gut, ich habe eine Frage, wie kann man Polizist werden? LSPDFA downloaden. Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise einfach auf lspdfa.com gehen. Und dann könnt ihr euch das eigentlich direkt downloaden. kannst du RP von Ralf bitte spielen? Bitte, ja, habe ich schon öfter mal gemacht. Ich weiß nur nicht, ob es den Server von Ralf immer noch gibt. Also von Ralfinger LP. Denn da habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr drauf gespielt und ich weiß gar nicht, spielen da überhaupt noch Leute drauf? Ich habe jetzt Ralf letztens mal gefragt. Ich muss mal gucken, was der geantwortet hat. Aber sonst, Leute, ist es halt ein bisschen blöd, weil ich spiele ja dann auf richtig vielen Servern. Nämlich einmal auf Klärwerk spiele ich. Ah, jetzt seht ihr übrigens wieder GTA. Ja, Moment. Dann können wir direkt wieder weiter mit unserer netten Streife machen. So. Okay. So. Jetzt sehen wir wieder ein bisschen GTA. So, du streamst auch mal, natürlich. Immer mal wieder muss gestreamt werden. Hallo, Junger Feli, moin, freut mich, dass du dabei bist. So. Gut, wir gehen auf jeden Fall wieder auf die Autobahn, da wo wir gerade waren. So, teleportieren wir uns mal kurz hin, ne? Gut. Wer will benutzte Klobürsten kaufen? Oh Mann. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Gut. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt wieder unsere Polizeiausrüstung. Und dann geht's auch wieder los. Best YouTuber of the World, danke. So. Macht dir LSPDFA Spaß? Ja, macht mir wirklich tatsächlich sehr viel Spaß. Aber ich freue mich schon aufs neue LSPDFA Update, wenn da auch mal ein bisschen neuere Sachen demnächst rauskommen. Das wird auf jeden Fall dann hoffentlich mal nice werden. So, was brauchen wir denn noch alles? So.
Hallo zusammen, bitte keine Beleidigung oder Mobbing im Chat und höflich bleiben. Vielen Dank. Oh, da will wohl einer Mod werden. Jo, so. Gut, wir holen uns jetzt die Polizeiuniform, wie die auch in Deutschland aussieht, teilweise bei einigen Leuten, bei einigen Polizisten. Und gut, ansonsten gehen wir dann wieder auf Streife. Nimm einen AMG, den habe ich leider nicht installiert, beziehungsweise ich habe nur einen zivilen AMG installiert und wir machen ja heute ein bisschen Streifenpolizei. Deswegen, ich habe nur einen zivilen installiert. Gut. So. Also den C63 AMG von der Cobra 11. Gut, einen Partner brauchen wir natürlich wieder. Unseren netten Partner hier, den wir leider verloren haben. Kriegen wir jetzt mal einen neuen. Moin, wo kommst du denn her? Deine Rüstung sieht, Ausrüstung sieht ein bisschen blöd aus. Jetzt ist sie wieder perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal wieder unser neues Fahrzeug. Kannst du mich grüßen, mache ich am Ende des Streams. Wir holen uns jetzt unser Fahrzeug und zwar so ein bisschen den Sportwagen. Nein, falsch. Ja, genau. Wir holen uns den VW Arteon. Ob man den jetzt als Sportwagen bezeichnen kann. Ja, ich denke, der fährt eigentlich relativ schnell. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt weiter. Wir sind auf Streife. Wir wechseln die Fahrzeuge natürlich immer wieder. Und ja, deswegen ist auch Autobahnpolizei. Wird auf jeden Fall gemacht. Wir müssen auf jeden Fall das Wetter ein bisschen schöner machen. Ja, jetzt scheint hier auch ein bisschen die Sonne, ne? Sieht doch schön aus. Perfekt. Hi, bester YouTuber, danke. Gut. Einsätze. Warten wir noch, bis wir welche bekommen. Ansonsten wollten wir ja auch ein paar Kontrollen machen. Und da vorne? Ah, ich dachte, das wäre ein Fahrradfahrer hier mitten auf der Autobahn. Wäre ein bisschen blöd gewesen, ne? Gut, ich grüße am Ende des Streams, wie gesagt. Herr Müller. Ja, das solltest du mir dann am besten in die Mod-Gruppe schreiben, weil ich kann das jetzt nicht wissen, ob du da wirklich bist. Gut. So. Okay, wir haben einen weiteren Einsatz bekommen. Von der Leitstelle gerade mitgeteilt. Anscheinend gibt es hier irgendwie häusliche Gewalt, beziehungsweise irgendwelche Probleme in der Nachbarschaft. Ja, Anrufer ist ein 26-jähriger Mann, wie uns mitgeteilt wurde. Und wir rücken da einfach mal sofort an, so schnell es geht. Auf jeden Fall, wir wissen nicht genau, was vorgefallen ist. So viele Informationen haben wir von der Leitstelle nicht bekommen. Aber das ist wahrscheinlich häusliche Gewalt, beziehungsweise kann ein Nachbarschaftsstreit sein, kann aber auch ein Einbruch sein. Deswegen rücken wir einfach mal so schnell es geht an. Mach bitte einen Banküberfall. Je nachdem, ob einer kommt, können wir den natürlich annehmen. Aber ansonsten machen wir heute eine ganz normale Streife auf der Autobahn. So, bester YouTuber, danke. Aber demnächst werde ich auf jeden Fall auch wieder eine SWAT-Streife machen und natürlich auch mal wieder GTA Live, aber vorzugsweise natürlich GTA Live als Polizist. Und auf Klärwerk bin ich eben kein Polizist. Aber ja, ich habe nämlich schon einen ganz coolen anderen Server gefunden. Der ist sogar besser programmiert, aber ich werde natürlich auch auf Klärwerk streamen. Ja. Hier ist ein Fahrradfahrer, cool, ne? Ne? So, wir sollten dann gleich auch da sein. Hoffen wir auf jeden Fall. Grüß mich oder ich dislike jedes Video von dir. Ja, sorry, aber diese Drohung, also es ist mir egal, ob du das machst, ne? Deswegen, ich grüße am Ende des Streams und wenn es dir nicht passt, dann ist es mir egal so, ne? Also wie gesagt, ich grüße am Ende des Streams, sonst ist es ungerecht für einige Leute, die dann nicht gegrüßt werden. Beziehungsweise, wenn ich hier die ganze Zeit mitten im Spiel irgendwas labere von Grüßen und die Leute den Stream eigentlich nur normal gucken wollen. Gut. So, dann haben wir hier erstmal den Anruf bekommen. Ah gut, haben wir zwei Personen. Wer ist denn der Anrufer? Ist ja ein Mann gewesen. Guten Tag. Was gibt's denn los? So, was ist das Problem? Und zwar, anscheinend hat die Frau da den Mann hier betrogen mit dem Nachbar. Also die Frau hat irgendwas mit dem, ja, mit dem Nachbar am Laufen gehabt und der Mann hier regt sich darüber auf. Okay, sind sie denn verletzt worden? Ah, nee, okay, ja, gut, ist, ja, die Dame kann hier keiner Fliege was zu Leibe tun, deswegen ist der Mann auch nicht verletzt worden. Okay, gut, und was ist, wieso haben sie uns jetzt angerufen? Machen sie mal ihr Tor auf. Na gut, dann reden wir einfach mal so mit der Dame. Guten Tag, was ist denn passiert? Okay, sie sagt jetzt, sie hat nichts falsch gemacht. Ja, also die Herren, sie müssen jetzt nicht den Polizeinotruf wählen wegen irgendwie einem Beziehungsstreit. Deswegen, also wir haben hier nur einen Beziehungsstreit am Laufen. Also, ja gut, dann die Herren. Ne, das sehe ich so nicht ein. Sie können jetzt ihre Wege weitergehen und das privat klären, aber Beziehungsstreit sind keine Aufgabe der Polizei, ja. Das ist ja jetzt lächerlich, lächerlich hier was zu machen.
Einfach die Polizei wegen sowas rufen. Schicke Villa, da lohnt es sich einzubrechen. Ja, eigentlich schon, ne? Na gut, der Mann läuft jetzt hier auf der Straße weiter, oder was? Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Felix, hat am Montag Geburtstag und bist der Beste. Dann wünsche ich auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, der Catboy. Jo, hofft ihr habt einen schönen Geburtstag. Und ich habe 2 Wochen Ferien, was? Es haben Leute Ferien von euch? Okay, krass. Ich meine, die Sommerferien waren doch erst gerade. Ja, okay, gerade nicht, aber vor einem Monat. Gut, wir haben einen weiteren Einsatz bekommen. Anscheinend brauchen Kollegen von uns Unterstützung. Das ist aber ziemlich weit weg. Da rücken wir jetzt erstmal nicht an. Ne, da rücken wir nicht an. Das ist 5 Kilometer weit weg. Das überlassen wir dann den örtlichen Kollegen. Kannst du GTA Live auf GTA oder KW spielen? Ja, oder auf anderen Servern. Es gibt ja viele. Und ja, KW bin ich ja wie gesagt registriert. Aber das hier ist jetzt ein Polizei-Livestream von LSPDFA. Deswegen KW mache ich in einem anderen Livestream. Und ja, wir fahren jetzt ein bisschen auf der Autobahn, auf Streife, wie gesagt. Wir müssen auch gleich mal ein paar Fahrzeuge kontrollieren, aber momentan sind hier halt keine verdächtigen Fahrzeuge, deswegen. Ah, sonst können wir einfach mal stichprobenartig jemanden kontrollieren. Felix, bitte Fußstreife. Ja, Fußstreife ist natürlich ein bisschen langweilig, weil dann sind wir ziemlich langsam und müssen ganz weit laufen und so, ne? Deswegen Fußstreife ist nicht gerade gut. Was haben wir jetzt für einen Einsatz bekommen? Betrunkene Personen gemeldet. Alles klar, okay. Wir haben hier betrunkene Personen gemeldet bekommen. Ja, Herbstferien, okay. Ja gut, anscheinend haben hier viele Leute von euch Herbstferien. Weil hier schreiben gerade einige in den Chat, ich habe auch Ferien. Okay, das ist auf jeden Fall nice, dass ihr Ferien habt. Das ist wirklich cool. Kennst du Daniel Gaming? Ja, wir beide kennen uns. Also er kennt mich, ich kenne ihn. Ja, deswegen. Das habe ich aber auch schon ganz oft beantwortet. Aber ja, wir beide kennen uns. So. Spiel mal als Rettungssanitäter in GTA in einem Video. Kann ich gerne mal machen. So. Gut. Wie lange streamst du noch? Ich weiß es nicht. Aber so lange streame ich ja auch jetzt noch nicht. Ich streame erst seit 36 Minuten. Ich hatte gestern Geburtstag. Dann auch dir, Philipp. Hoffe, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Und auf jeden Fall, hier wurde uns eine betrunkene Person gemeldet. Na, da haben wir tatsächlich eine betrunkene Person. Wow, wow. Okay, Shots fired, Shots fired. Wir haben Schüsse gemeldet. Nein. Wir werden angeschossen, Kollege, Kollege, helf mir. Oh mein Gott, was ist mit dem falsch? Nein. Okay, er schießt hier auf uns. Oh mein Gott. Okay, Leute, was ist das bitte für einer? Okay, danke, Kollegen, für eure Hilfe. Beim Eintreffen hat hier die Person auf uns geschossen. Ich bin auch halb tot irgendwie. Oh Mann, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euer Kommen. Oh, scheiße, Leute. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Wir müssen erstmal hier einen Erste-Hilfe-Kasten rausholen. Rettungsdienst ist da. Gut, Erste-Hilfe-Kasten. Wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen geheilt. Wir haben natürlich hier hinten noch ein paar Verletzungen. Die verheilen aber auch gleich in den nächsten paar Minuten. Hoffen wir mal. Boah. Kannst du Pfefferspray-Mod programmieren, Felix? Ich glaube, so gut bin ich noch nicht. Aber vielleicht kann man sich das mal für später vornehmen, sowas zu programmieren. Wäre auf jeden Fall cool. Da müssen wir nicht alles mit dem Taser hier machen, ne? Gut. So, die Polizisten bleiben hier auch noch ein bisschen und sichern ein bisschen ab. Ja, machen wir mal mit hier so, ne? Cool, hier stehen bleiben. Da gucken wir mal, ob der Rettungsdienst was für den Herrn hier machen kann. Aber ne, anscheinend nicht. Gut, der Herr wurde natürlich hier von irgendjemandem überfahren. Ich habe Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Familie Brause und Kai. Dir auch. Herzlichen Glückwunsch. Maurice hatte auch... Wie viele haben den Geburtstag? Achso, ich hatte am 1.3. Geburtstag, also am 1. März. Okay, das ist jetzt... Ja, das ist jetzt schon länger her, ne? Maurice, dir dann auch herzlichen Glückwunsch nachträglich. So. Okay, wir holen auf jeden Fall mal die Mod-Kommission hier. So, Mod-Kommission wurde angefordert. Kannst du mal wieder mit dem Polizeihubschrauber fliegen? Ja, können wir mal gerne machen. Vielleicht auch mal in einer SWAT-Folge. Und ja. So, dann einsteigen. So. Ist dein Kollege im Auto ein oder ein... Nee. Achso, das ist ein Herr. Es gibt keine Kolleginnen mit der Uniform. Also das hier, ne? So, gut. Also auf jeden Fall, die Person, die Leiche wurde eingepackt. Einsatz für uns erledigt. Betrunkene Person hat auf uns geschossen. Und unser Fahrzeug müssen wir auch mal wieder reparieren. Sieht nicht so gut aus. Perfekt. Ich mag dich, danke. Freut mich auf jeden Fall, dass dir die Streams gefallen. Wie heißt der Absperrungsmod? Ich glaube, das ist Police Trafficker. Ja, müsste der eigentlich sein. Ah. Oh, Officer aktiviert Panik-Button. Okay.
Habt ihr es gehört? Lol, das ist ja nice. Okay, anscheinend hier ein Officer von uns benötigt ganz dringend Hilfe, hat den Panikbutton gedrückt. Vielleicht wird er ja auch von einer betrunkenen Person angegriffen, ich weiß es nicht, aber ihr habt es gehört. Mega cooler Funkspruch auf jeden Fall. Das ist wirklich dieses Mal cool gewesen, so ein richtiger Funkspruch gerade. LSPDFA überrascht mich immer wieder. Gut, so schnell es geht anrücken. Schnell, los, wir müssen unseren Kollegen helfen. 900 Meter sind wir noch entfernt, der hat anscheinend gerade eine ziemlich stressige Situation. Oh Mann. Gut, also auf jeden Fall, der braucht so schnell es geht Hilfe. Wir anscheinend drücken auch andere Einheiten noch an. Panikbutton wurde ja gedrückt, so. Also wer es nicht weiß, Leute, der Panikbutton ist ein Knopf, den haben wir auch hier unten, beziehungsweise hier haben wir den. Und falls irgendwie plötzlich mal was Schlimmes passiert, können wir draufdrücken und dann werden alle Polizisten in der näheren Umgebung informiert. Also nur im absoluten Notfall wird er gedrückt. Deswegen, so. Ja, Vorsicht. Okay, ja, wir sind angekommen. Was ist hier los? Okay, wir haben eine Schießerei im Laufen. So. Was ist hier los? Hier sind schon einige Kollegen vor Ort, ist aber ein bisschen unübersichtlich gerade. So. Eine Person liegt da. Eine wird da hinten verfolgt. Okay. So, wo ist unser Kollege? Gut, auf jeden Fall da vorne laufen die Leute gerade einem hinterher. Werden uns mal... Ja, Kollege, du musst doch jetzt nicht auf die... Die liegt am Boden. Anscheinend diese Person hat gerade meinen Kollegen auch angegriffen. Zwei Personen. Okay, komm, wir müssen den anderen hinten da helfen bei ihrer Verfolgungsjagd. Ich hatte am 30. Geburtstag. Dann herzlichen Glückwunsch nachträglich an Sebastian. Und wer noch? Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, gut. Einsteigen bitte, Kollege. Perfekt, der ist schon drin. Wir brauchen hier da einmal mit dem Rettungsdienst noch. Gut, Rettungsdienst. Da ist er direkt. Anscheinend wird die Person momentan über die Berge verfolgt oder so. Wir rücken auf jeden Fall nochmal an. Ja, nicht, dass die Person hier gleich über alle Berge ist. Hahaha, nein, okay. Oder schlecht. So, wo ist der Flüchtige? Der Flüchtige ist da hinten, über alle Berge. Der Witz wird wirklich immer besser. So, gut, anhalten. Nein, der hat einen Brandsatz in der Hand. Hey, Kollege, du musst nicht direkt schießen. Hände hochnehmen. Hände hochnehmen. Alles gut, alles ruhig. Wir wollen jetzt nicht den Taser benutzen müssen. Vorne kommen unsere Kollegen schon an. Okay. Hat sich jetzt anscheinend hier ins Gras gelegt, der Herr. Wir werden jetzt erstmal Handschellen angenommen, angelegt. Der hatte auf jeden Fall hier einen Brandsatz dabei. Habe ich jetzt sichergestellt, Molotow-Cocktail. Okay, Handschellen angelegt. Sie, der Herr, kommen dann erstmal mit. Sind vorläufig festgenommen, weil sie hier anscheinend einen Kollegen von uns angegriffen haben. Bitte Kopf einziehen und rein da. Perfekt. So, machen wir noch die Tür zu. Dann kommen wir weiter. So, die Kollegen sind auch schon abgerückt oder wo sind die jetzt? Auf jeden Fall, den Einsatz haben wir dann erstmal erledigt. So, einsteigen. Perfekt. Das heißt, hinten bei uns sitzt jetzt der Typ noch drin. Wir können jetzt wieder unser tolles Partyauto machen, Leute. Also wir holen jetzt mal ein paar mehr Verbrecher hier ins Auto noch rein. Aber vorher haben wir einen weiteren Einsatz bekommen. Oh nein, was ist hier? Verfolgungsjagd anscheinend. Das ist aber nicht der Einsatz, den wir bekommen haben. Nämlich, Leute, wir haben hier anscheinend einen Mord. Ein Mord ist gerade passiert und wir wurden dazu gerufen. Kollege, du musst jetzt nicht schießen, ja? Nicht schießen. Okay. So, auf jeden Fall, den Kollegen helfen wir jetzt nicht, weil wir wurden zu einem dringenderen Einsatz gerufen. Wir müssen jetzt Mordermittlungen führen. Hoffentlich. Kennst du Standardskill persönlich? Nee. Persönlich kenne ich den nicht. So, oh nein. Scheiße. Oh nein. Das tut mir leid. Also das tut mir jetzt leid. Das war ich nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Wir reparieren kurz unser Fahrzeug. Wir sollten mal ein bisschen langsamer vielleicht fahren. Ab jetzt. So. Gut, hier müssen wir anscheinend lang. Aufmachen. Ja, ist das jetzt Ihr Ernst? Sie rufen uns hier zu einem Ah, okay, wir müssen es selber aufmachen. Gut. Gut, da vorne sind anscheinend schon unsere Kollegen. So. Kannst du einen BMW fahren? Würde mich sehr freuen. Ja, kann ich gleich mal gucken, ob ich noch einen installiert habe, aber ich denke schon. Dann wechseln wir zum BMW. So. Ist das GTA 5 für die PS? Ab 18 musst du jetzt schlafen. Ja, gute Nacht, aber das ist für PC. Gut, hier haben uns anscheinend irgendwelche Leute gerufen. Ich weiß nicht, was genau vorgefallen ist. Von unserem Kollegen ist keine Spur und die Tür ist offen. Das heißt, wir tasten uns mal vorsichtig ran. So, Waffe in der Hand. Ist hier... Ich weiß nicht, hä? Das ist wirklich komisch. Unser Kollege ist hier nicht mehr da. Ah.
Was ist hier passiert? Wurde unser Kollege etwa ermordet? Nein. Oh, okay. Anscheinend laufen hier schon die Mordermittlungen. Hier die Person wurde ermordet. Wie es aussieht, Kollege, wir werden jetzt erstmal mit der reden. Guten Tag, so. Okay, also, wir haben hier... Ja, eine Person hat mehrere Stichwunden anscheinend. Ist anscheinend hier, liegt anscheinend für, ja, schon eine Weile hier auf dem Boden. Und wir wollen dann jetzt mal von einem Zeugen hier mal gucken, was passiert ist. Aber auf jeden Fall, die Person liegt schon eine Weile auf dem Boden, mehrere Stichwunden. Ich hoffe, wir finden den Täter. Ansonsten, Mordkommission sollten wir ja rufen. Wurde uns aufgetragen. So, wer ist jetzt hier Zeuge? Sie sind der Zeuge. So. Was? Sie wollen ihre 20 Dollar zurück? Hä? Was ist denn? Okay, die Person hat jetzt nur gesagt, sie kriegt jetzt ihre 20 Dollar zurück. Ja gut, wo ist denn die Dame, die hier gerade stand? Wo ist die? Da. Hallo? Hallo? Bleiben Sie heute stehen. Haben Sie da schon einen guten Tag? So, hey. Okay, der andere Typ hat anscheinend hier Drogen vorher verkauft. Hat die Frau gesagt, okay, die Frau hat anscheinend ein bisschen Angst. Gut, dann haben wir eigentlich eindeutig, der Typ hat hier irgendwas von einem Geldbetrag gelabert und interessiert sich nicht für die verletzte Person. Das heißt, ja, ich würde sagen, im Namen des Gesetzes sind erstmal vorläufig festgenommen. Wir haben hier Verdacht, dass sie Drogen gedealt haben und im Zuge dessen eben die Frau da erstochen haben. So. Na, wir haben eine Zeugenaussage, aus diesem Grund sind sie jetzt erstmal vorläufig festgenommen, wie gesagt, und werden dann jetzt abgeführt. Mordkommission sollte dann jetzt auch mal gleich kommen und sich um die verletzte Person kümmern. Da ist auch schon die Mordkommission, sie haben jetzt eigentlich freie Bahn, sie können jetzt rein. Gut, also auf jeden Fall, das hat er, das ist ja gut. Grüß mich bitte, hab Geburtstag, Sigrid Nax, ich wünsche dir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Sorry, ich habe gerade nicht auf den Chat geguckt, weil ich in-game beschäftigt war, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, du hast heute einen schönen Tag. So, gut. Da muss ich sagen, wir haben jetzt hier zwei Personen, die können wir eigentlich noch gleich zur nächsten Wache bringen, weil wir haben jetzt zwei Personen hier drin. Aber das dauert ein bisschen zu lang, weil die nächste Wache ist 3 Kilometer entfernt. Was geht, bin gerade gekommen. Moin, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, auf jeden Fall, wir werden jetzt einfach ein paar mehr Einsätze, beziehungsweise ein paar Einsätze machen. Okay, nächster Einsatz schon bekommen. Ah, so, was ist denn hier los? Okay. Nächsten Einsatz bekommen. Wir haben hier anscheinend einen, ja, ein Tier, ein wildes Tier, was hier Leute angreift. Auf der Autobahn gemeldet bekommen, wildes Tier. Wir rücken mal sofort an. Oh, wir sollten ein bisschen langsamer fahren, haben wir gerade draus gelernt. Sonst landen wir im Graben. Gut. So. Auf jeden Fall ein Tier greift hier Passanten an. Hast du noch das Kettenband? Ja, Nagelband habe ich noch. Das haben wir auch schon heute 2-3 Mal benutzt, um ein paar Fahrzeuge zu stoppen bei einer Verfolgungsjagd. Und ich denke, wir werden das Nagelband auch heute noch ein paar Mal mehr benutzen. Gut, Dame. Nein. Nein. Okay, warte. Habe ich den jetzt umgefahren? Nein. Nein, sie dürfen nicht aussteigen. Da sind wir anscheinend gestorben. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich war gerade abgelenkt noch etwas. Bester Spieler, feier dich sowas von. Danke. Auf jeden Fall, ja, wir sind gerade leider durch den Hund gestorben. Die sind ein bisschen OP hier in Game. Wo waren wir denn? Hier waren wir. Gut, dann teleportieren wir uns kurz zurück zu unserem Fahrzeug und zu unserem Kollegen. So. Perfekt. Kannst du mich grüßen, mache ich am Ende des Streams. Wow, wieso bin ich jetzt eigentlich nass? Ja, Kollege, bist du das? Nein, nein. Ernsthaft. Ernsthaft jetzt? Mein Kollege fährt weg. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, alle wollen mich heute verarschen. Gut, dann können wir jetzt den BMW. Den BMW nehmen. Wenn ich den noch installiert habe, ich hoffe mal. Habe ich den BMW? Ja, da haben wir den BMW. Das ist der BMW F31. Gut. So, wir brauchen natürlich jetzt mal einen neuen Kollegen am besten. So, wo ist der? Brauche einen neuen Kollegen. So, hi. Bitte einmal dann einsteigen. Kollege, einsteigen. Einsteigen. Hallo.
Viel Spaß, muss auf morgen wieder in die Schule. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, obwohl gut, Spaß macht das nicht. Kollege. Ja, wenn du nicht einsteigen willst, dann bleibst du da stehen. Das ist auch gut. Moment. So, neun Kollegen. Was ist mit dir los? Wie kann man spenden, ohne den Konto anzugeben? Link ist in der Beschreibung. Das ist dann mit PayPal oder Paysafe Card oder so, aber Spenden ist freiwillig. Gut, Kollege, wenn du nicht einsteigst, dann fahre ich ohne dich, ne? Gut. Ich weiß nicht, irgendwie wollen die Leute heute nicht mehr zu mir einsteigen. Toller Kollege, finde ich auch. Weiß nicht, was die heute haben. Gut. Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Wir haben nämlich auch schon den nächsten Einsatz bekommen. Und zwar momentan werden hier Personen, schwer bewaffnete Personen verfolgt. Wir rücken auf jeden Fall so schnell es geht an. Schwer bewaffnete Personen werden momentan verfolgt. Kollegen sind schon da, beziehungsweise rücken an zur Unterstützung. So, einmal willkommen. Gut. Ohne ist das beste Auto, was meinst du? Na gut. So, auf jeden Fall, wir haben eine Person, beziehungsweise mehrere Personen in einem Fahrzeug, die schießen anscheinend. Da vorne ist schon ein Helikopter von uns. Polizeihelikopter, der kümmert sich auch um die Sache. So, am Ende des Streams grüße ich, genau. So. Okay, da ist auf jeden Fall ein Bundespolizeihelikopter, den haben wir auch schon mal. Ey, sind meine Kollegen irgendwie inkompetent? Die fliegen gegen den Berg einfach. Keine Ahnung. Bist du beim KW-Server angenommen? Ja, bin ich. Aber ich muss sagen, Leute, vom KW-Server war ich so ein bisschen enttäuscht, weil auf dem GVMP-Server konntest du halt den GTA-Führerschein hier eben mit einer echten, so echte Fahrprüfung quasi machen. Und da ist es einfach nur so eine Wartezeit, die man absitzen musste. Ja. Ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Gut. Wo ist denn das? Achso. Ich verfolge hier die ganze Zeit das falsche Fahrzeug irgendwie. Aber ich folge einfach mal meinen Kollegen zum Verfolgungsjagd. Nein, rammen sie. Oh nein, nein. Oh Mann, meine Kollegen rammen mich auch immer. Meine bösen Kollegen immer, ne? Das geht ja gar nicht. Gut, auf jeden Fall, wir verfolgen immer noch die schwer bewaffneten Personen hier. Bin wieder da, moin. So. Oh, lol. Lol. Oh mein Gott. Alter, der Helikopter ist explodiert. Scheiße, okay, ja, der Helikopter ist explodiert von unseren Kollegen. Ich weiß auch nicht, die fliegen heute ein bisschen blöd. Scheiße. Wir fordern mal bitte eine weitere Luftunterstützung an. Oh nein, was machen meine Kollegen? Ey, ernsthaft jetzt? Oh Mann. Ich glaube, heute sind alle Kollegen inkompetent. Ich weiß es auch nicht. So. Hi, endlich mal wieder ein Stream, den ich sehen kann. Jo, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. So, auf jeden Fall, da vorne sind wahrscheinlich wieder Killer-Clowns, die irgendwie draufschießen. Kollege, du hast jetzt auch Schusserlaubnis. Ach nee, ich habe ja keinen Kollegen mehr, zumindest. Ah, Mist. Okay. Nein, okay. Scheiße, die schießen ziemlich krass auf mich. Oh mein, oh nein, oh nein. Oh Mann. Alter, die sind ziemlich heftig. Wir fahren mal ein bisschen vor hier. Wir brauchen ein SWAT-Team, wir brauchen ein SWAT-Team. SWAT-Team, oh nein, das tut mir leid. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Scheiße. Okay, die schießen wirklich krass. Wir können es nicht lange mit dem aufnehmen. Wir brauchen wirklich ein SWAT-Team hier. Oh nein, Kollegin, rammt mich doch nicht, ey. Was ist mit euch falsch? Ey, ich hasse meine Kollegen. Oh Mann. Bin neu, habe Abo, danke. Wo wohnst du? Ich wohne in NRW. Gut, so, meine Kollegen verfolgen die weiterhin. Da sind sie. Wir probieren auch mal gleich aus so einem Wagen zu schießen. Kannst du einen Hund nehmen? Gerade nicht. So, gerade kann ich keinen Hund nehmen, werde ich aber mal wieder einen Hunde-Polizei-Livestream machen. Habe ich auch schon, ich glaube, zwei, dreimal. So. Ah, Mist. Mikrofon war gerade wieder. So. Wir müssen mal gucken, dass wir die jetzt langsam einholen. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich gerade. Da sind sie. So, wir haben einen getroffen. Einen haben wir getroffen. Auf jeden Fall. So. Machen wir mit Spot und Heli. Mach ich auf jeden Fall in einem anderen Livestream nochmal. Mit Spot. So. Wenn sie der Hände aufnehmen. Aussteigen. Aussteigen. So. Nehmen sie Waffe runter. Waffe. Wette Waffe. Die haben alle Waffen. Alle sind schwer bewaffnet. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, es sind anscheinend hier wieder so ein paar Clowns. Nein. Nein. Oh Mann. Oh mein Leute. Was? Ist mit denen falsch?
Der BMW ist komisch, der ist so leicht. Ja, keine Ahnung. Also, der hier geht eigentlich von meinen Kollegen vielleicht, aber, oder? Wir gucken mal. Na, die anderen Fahrzeuge gehen eigentlich, ne? Also, der fährt eigentlich relativ schnell vielleicht. Ja, leicht. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass er so öfter mal, ja, ein paar, ne, ein bisschen sich überschlägt und sowas. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Clowns gehabt, die eine Schießerei angezettelt haben. Nimm mal den VW Arteon. Den hatten wir ja gerade schon. Werden wir vielleicht heute nochmal machen? Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das sind jetzt ein paar der Clowns, die auf uns geschossen haben. Die Killer-Clowns sind wieder unterwegs, Leute. Du bist leise. Kannst du das Mikrofon näher ran machen? Ja, gerade ist es irgendwie kurz ausgefallen. Deswegen habe ich gerade einen Mikrofonfehler, glaube ich. So, ich hoffe, es passt jetzt gleich wieder. Werden meine Nachrichten gelöscht? Nur so, sonst mache ich mir die Mühe nicht, liebe Moderatoren. Eigentlich werden deine Nachrichten nicht gelöscht. Also, normalerweise nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall hier einmal die Mordkommission. Mordkommission momentan nicht verfügbar. Das heißt, wir können momentan keine Mordkommission hinzuziehen. Gut, dann werden wir einfach mal einen Rettungsdienst anfordern. Fahrzeug wird dann auch gleich abgeschleppt. So, Fahrzeug wird abgeschleppt. Oh Mann, ey. Was ist mit ihm los? Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen absperren. Ein bisschen Absperrung anbringen. So, hier ein bisschen, damit die Leute auch ein bisschen gewarnt sind, ne? Gut. Und hier nochmal eine kleine Absperrung. So, perfekt. Alter, das sieht doch jetzt mal nice aus. Wir sind auf jeden Fall, kannst du eine Kontrolle machen? Ja, kann ich machen. Bin gerade erst dabei, freut mich. Moin. Kontrolle kann ich auf jeden Fall auch machen. So, der Rettungsdienst kümmert sich jetzt um die Personen hier. Und was macht der? Der steht hier einfach nur dumm rum. Wow, was ein toller Rettungsdienst. Warum kein Nagelband? Hat sich jetzt in dieser Situation nicht ergeben, weil ich ja nicht so schnell hinter dem Fahrzeug herfahren konnte. Aber Nagelband haben wir im Moment. Nagelband hätten wir auf jeden Fall zur Verfügung. Hier, ich zeig's mal. So, hier ist das Nagelband. Das haben wir auf jeden Fall, ne? Aber da müssen wir natürlich, brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit und müssen vorfahren. So. Gut. Kannst du mal Zivilstreife machen? Ja, kann ich auch mal machen. Habe ich übrigens auch schon ein paar Videos von. Wenn du da mal dich über die Zivilstreife ja, informieren möchtest, nicht, aber wenn du dir mal angucken willst. So, der Rettungsdienst kümmert sich weiter hier um die Personen, aber Mordkommission? Ja, Mordkommission ist halt nicht verfügbar, das heißt, ich, ist der besoffen? Hä, hey, was ist mit dem falsch? Hä, hey, das ist doch der Rettungsdienst, ist der betrunken auf der Arbeit? Okay, das ist ein bisschen komisch gerade. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt das, die ganze Sache hier an die an den Rettungsdienst übergeben. Da die Mordkommission nicht erreichbar ist, beziehungsweise nicht zur Verfügung ist, ja, wird das Ganze an den Rettungsdienst übergeben. So, da liegt eine Leiche im Polizeiauto. Ja, das hat der Rettungsdienst... Nein. Oh, der Clown wurde wiederbelebt. Nein, bleiben Sie bitte stehen. Oh nein, stehen bleiben, stehen bleiben. Alle Clown, bitte aus dem Fahrzeug raus. Aus dem Fahrzeug raus. Ey, auf den schießen wir jetzt. Leute, es ist Chaos hier. Was ist mit denen falsch? Okay, da vorne ist anscheinend eine bewaffnete Person. Aber wieso, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Kollegen, kümmert euch um die. Ich muss mich mal um den Clown hier kümmern. Ey, der Herr? Der Herr, was machen Sie da? Nein, schlagen Sie mich. Oh, was ist hier los? Alle. Ich bin gerade verwirrt. Wieso wollen mich alle schlagen? Ey, kommt her. Komm. So, hier. Polizeipower. Kriegst du zu spüren. Polizeipower. Richtig blöd. Also, wer mich angreift, der hat selber Pech, ja? So. Was ist davon? Okay, wir brauchen einmal bitte nochmal einen Rettungsdienst hier. Und hier ist anscheinend wieder eine Schießerei. Ey, Leute, was ist hier los? Wer schießt hier jetzt auf wen? Ich weiß es nicht. Was machen wir? Wieso schießen meine Kollegen auf den? Ey, ernsthaft? Der macht doch gar nichts. Oh Mann, Leute. Oh Mann. So. Ey. Okay, Rettungsdienst kommt. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar angefordert. Und die fahren einfach über die Leiche. Leute, ich glaube, der Clown ist irgendwie abgehauen, dieser Killer-Clown. Deine Kollegen sind so inkompetent. Ja, das habe ich schon öfter mal festgestellt. Auf jeden Fall, ich übergebe dann jetzt, wie gesagt, einen Rettungsdienst. Und wir kümmern uns dann jetzt mal um die Nahbereichsfahndung bezüglich des Killer-Clowns hier. Ja, ich weiß auch nicht, der ist jetzt wieder geflohen irgendwie. Keine Ahnung, was mit dem falsch ist. Wir gucken mal, ob wir jetzt wieder unseren Kollegen nehmen können. So. Willst du einsteigen, Kollege? Moment, du kannst auch gerne einmal das Fahrzeug fahren. Wenn du willst.
Okay, der Kollege hat anscheinend auch keinen Bock. So, dann geh weiter. Irgendwie wollen meine Kollegen nicht. So, wir überholen mal ganz frech hier. Wann spielst du auf den Clavex-Server? Beim nächsten Livestream. Also ich habe da keinen festen Termin, wann ich das spiele. Nee, ich mache das immer, wann ich Bock habe, spiele ich drauf und dann streame ich auch. So, gut. Wir wollten ja auch noch ein paar Kontrollen machen. Aber gerade kamen halt die ganzen Einsätze dazwischen. Und ja, deswegen... Ja, gute Nacht, muss jetzt auf, sonst vermassel ich den Test. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. So, die Killer Clowns sind weg. Ja, wie man gesehen hat, Killer Clowns sind wieder da. Kannst du den Spielsound leiser machen? Ja, kann ich machen, einen Moment. So. Spielsound leiser machen. Okay. Das hat er jetzt etwas leiser gemacht. Ich weiß nicht, ob es passt, aber einfach mal ein bisschen leiser. So. Übrigens, Leute, das Geld, was da rechts oben steht... ich weiß nicht, das ist irgendwie durch LSPDFA-Modding gekommen, aber GTA Online spiele ich sowieso nicht, also in GTA Online bin ich pleite mittlerweile. Ja, gut. So, wir müssen uns eigentlich auch wieder hier einen, ja, einmal kurz ausrüsten im Kofferraum. Morgen dienstfrei, grüß mich, Grüße gehen an dich, beste Video ever, danke, auf jeden Fall vielen Dank. Als was arbeitest du denn, dass du dienstfrei hast? So, dann gucken wir mal in den Kofferraum. Öffnet sich hier der Kofferraum nicht? Ha, anscheinend nicht. Okay, der Kofferraum hier öffnet sich leider nicht. Würdest du den Film S gucken? Ne, ich glaube nicht. Also Horrorfilme stehe ich nicht so drauf. kannst du einen Polizeihubschrauber nehmen? Wie gesagt, ich mache demnächst wieder eine SWAT-Folge und dann spielen wir auch natürlich mit dem Hubschrauber und so weiter. Gut. Was arbeitest du in Real Life? Nichts. Ich gehe auf eine Berufsschule. Also ich arbeite eigentlich nicht so richtig. Nebenjob, aber ja, arbeiten Haupt. Ja, wie nennt man das? Ja, so eine richtige Arbeit. Nee, nicht. sympathischster YouTuber, den ich kenne. Vielen Dank, Pascal. habe keine Ferien, aber Felix geht vor Schlaf. Jo, Moraski, das ist auf jeden Fall nice. So muss das sein. So, wann kommt wieder normal LSPD? Das hier ist ja ein normaler LSPD-Livestream. Wenn du ein Video meinst, denke ich mal, ja, ich kann auf jeden Fall morgen mal ein weiteres Video aufnehmen. Und dann kommt am Freitag wieder was. Also ein normales LSPDFA-Video, aber das hier kommt auf jeden Fall auch online. So, was haben wir jetzt? Wir haben anscheinend einen Fahrzeugdiebstahl reinbekommen. Oh mein Gott, hier wird wieder geschossen. Was ist hier falsch? Okay, es wird auf mich geschossen. Ich weiß nicht von wo. Oh Mann. Okay, irgendwie, das geklaute Fahrzeug hat anscheinend auf mich geschossen, aber ich weiß nicht, alle schießen heute auf mich. Keine Ahnung, was mit denen falsch ist. Gut, wir nehmen mal die Verfolgung auf. Da vorne, das ist anscheinend dieses Postfahrzeug, was ihr da seht. Der schießt auf jeden Fall richtig hart auf mich. Wir werden mal ein Nagelband direkt werfen und weitere Unterstützung anfordern. Ich glaube, wir werden dabei sterben jetzt. Ja, Nagelband ist geworfen und jetzt verstecken wir uns, bevor der uns erschießt. Nagelband! Okay, Kollegen, helft mir, Kollegen, helft mir. Ich weiß nicht, von wo genau die Schüsse kommen, da... Nein. Ende. Oh Mann. Kannst du einen VW-Bus fahren? Cooler Stream, hab ein Abo da gelassen, ein Like natürlich. VW-Bus habe ich nicht, aber ich habe einen Mercedes-Benz-Bus quasi, den kann ich gerne jetzt mal ausparken. Auf jeden Fall, ja, leider sind wir jetzt gestorben, wir hatten keine schusssichere Weste. Das heißt, wir holen uns dieses Mal eine schusssichere Weste, damit wir ein bisschen länger überleben. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das mal. Magst du Äpfel? Natürlich. So, Apfelblatt Göttingen ist wieder am Start hier im Chat. So. Ja, da ist hier der Mercedes-Benz V250. Und ich würde sagen. So, Kollege, dieses Mal kommst du aber auch mit rein, ja? So, das ist wieder unser Kollege Günther. Nein, einen Moment. Ich hole mir kurz eine schusssichere Weste, ja? Bleib einfach da. Ja, so. Wir können unseren Kollegen übrigens auch fahren lassen, ne? Das ist auch ganz cool. Also der Kollege kann quasi für uns fahren. So, wir gucken jetzt mal im Kofferraum. Dann haben wir jetzt ein bisschen besseres Equipment, eine schusssichere Weste und dann können wir auch länger überleben. Kannst du mal einen Park Ranger auf dem Mount Chiliad spielen? Ich weiß nicht, ob es das als deutsche Polizei gibt. Ansonsten müsste ich natürlich amerikanische nehmen. Ja. Die Pistole ist voll in die Eier von dem Mann geflogen, okay. Na gut, wir sind jetzt gerade natürlich in Paleto Bay. Ist jetzt auch nah an der Autobahn, das heißt, wir können hier wieder in unser Einsatzgebiet.
fahren, beziehungsweise wenn jetzt hier Einsätze kommen, dann nehmen wir natürlich die auch an. Ich muss gehen, ich mag dich sehr. Yo, hau rein, vielen Dank, dass du dabei warst und danke auf jeden Fall. So. Bin Polizeibeamter im mittleren Dienst, okay? Und dann schaust du dir solche Videos an und siehst du über den ganzen Tag nur Polizeiarbeit. Na gut, okay, wir haben jetzt hier ein gestohlenes Fahrrad gemeldet bekommen. Das ist nicht weit weg, aber das Problem ist, es ist ein bisschen schwierig, dieses Fahrrad zu stoppen. Wir machen jetzt mal das bitte Folgen aus. So, und wir rücken jetzt leise an. Das Problem ist halt, es ist schwierig, diesen Fahrradfahrer zu stoppen. Moment. So. Denn das liegt einfach daran, wenn wir den rammen, wird er sich ja schwer verletzen. Wir müssen da irgendwie mal gucken, wie wir den stoppen können, ohne den jetzt unbedingt zu rammen. Hey, können wir eigentlich mit einem Nagelband ein Fahrrad stoppen? Ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren. So, hier haben wir den Fahrradfahrer, der denkt jetzt so, wow, super, ich komme hier ganz schnell weg. Und jetzt werfen wir einfach ein Nagelband. Hier ist das Nagelband. Ja, er ist drüber gefahren. Aber das bringt, glaube ich, beim Fahrrad nichts, oder? Auf jeden Fall ist drüber gefahren. Okay. Herr Kollege, einsteigen. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich bin auch krank. Dann wünsche ich auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Leon. Und so. Ja gut, das Nagelband hat hier nicht so viel gebracht bei Fahrrädern. Wir testen es nochmal. Nagelband ist hier jetzt geworfen. Jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Ne, das bringt bei Fahrrädern gar nichts. Okay, also nur bei Autos. Ich nehme es jetzt weg, bevor der da hinten... Ja. So, Kollege, nicht schießen. Nicht schießen, wir kriegen ihn schon. Wir kriegen den. Seht ihr, Leute, es ist schwierig, ein Fahrrad zu stoppen, ohne den direkt wegzurammen. Das heißt, theoretisch müssten wir den jetzt wirklich wegrammen, wenn er nicht stoppt. Können wir probieren, hier so hinten am Reifen. Ja. Wir zeigen ihm jetzt, dass wir es ernst meinen. So, Kollege, also, du hast jetzt die Chance anzuhalten, wenn du weiterfährst, ja? Dann werden wir dich vom Fahrrad schubsen und das wird wehtun. Hast du das verstanden? Ja gut, dann machen wir es auf die schmerzhafte Tour. Wir verwenden jetzt sogenannten unmittelbaren Zwang, der sieht dann ungefähr so aus. Okay, das bringt bei dem nichts. Was ist denn das für ein Profi hier? Also ich glaube, ich wäre mit dem Fahrrad direkt schon umgefallen. So, Taser. Perfekt, perfekt. Mein Kollege hat ihn getasert. Dann ist jetzt hier eine Station für Sie. Bitte einmal dann die Hände hochnehmen. Sie laufen jetzt nicht weg. Ansonsten könnte das noch schmerzhafter werden. Und guck mal, wie geil das hier aussieht. Boah, Leute, davon muss man doch ein Screenshot machen. Mega nice, okay. Gut, so daher. Du musst den Fahrradfahrer mit Äpfeln bewerfen. Ja, Äpfel habe ich nicht. Ich hätte höchstens Schneebälle, könnte ich mir holen. Warte mal, Schneebälle ist zwar ein bisschen blöd. Ne, okay, kann ich leider hier gerade nicht. Na gut, so. Ja, auf jeden Fall sind wir erstmal voll festgenommen. So, perfekt. Wegen schwerem Fahrraddiebstahl, beziehungsweise Fahrraddiebstahl, schwer gibt es ja in dem Sinne nicht. Gut, der Herr, Sie können dann erstmal hinten rein. Es besteht der Fluchtgefahr bei Ihnen. Felix, du Gauner, was denn? Was denn, ich bin ein Gauner? Was ist denn los? So, einsteigen. Perfekt. Also, könnte ich irgendwann mal gegen dich spielen und du könntest mir danach eine Rückmeldung geben. Was meinst du denn gegen mich spielen? LSPDFA geht ja nicht im Multiplayer. So, das Fahrrad, ja, das ist das Problem. Wir müssen jetzt mal gucken. Kollege, du kannst jetzt nicht einsteigen. Wir fahren das einfach mal. Okay, anscheinend fährt das nicht weit. Ja gut, das Fahrrad fährt nicht mehr so weit, wie es fahren soll. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Person hinten drin, die das Fahrrad geklaut hat. Kollege, einsteigen. Kannst du vielleicht auch immer von den Autos kurz in die Ego-Perspektive gehen? Ja, machen wir. So, jetzt sind wir hier in der Ego-Perspektive. Wir haben natürlich hier eine coole Map, ne? Gutes Navigationsgerät am Start. So, perfekt, okay. Wann spielst du wieder auf dem Clearback-Server? Muss ich mal gucken, wann ich Bock drauf habe. Ansonsten spiele ich auch mal GTA Live als Polizist. Ja. Gut. Wie macht man das eigentlich mit dem Kofferraum? Das geht mit Police Search. Das habe ich auch in meinen normalen Videos verlinkt. Beziehungsweise wenn nicht, dann einfach Police Search auf alles PDFA suchen. Da, wo ich eben meine anderen Sachen verlinkt habe. Einfach ins Suchfeld und dann sollst du es finden. Ja, da habe ich eigentlich in meinen Videobeschreibungen immer verlinkt. Gut, auf jeden Fall, die Person wollten wir jetzt eigentlich hier hinbringen. Ja, da müssen wir kurz zurück. Ja, der Rückspiegel funktioniert nicht so gut, ne? So. Auf jeden Fall, die Person bringen wir jetzt mal weg. Bin Polizist, muss auf. Gute Nacht. Darf doch noch weiter gucken. Lies mal meinen ganzen Namen vor. Leon Gasterich. Ja, also, Leon. auf jeden Fall freut mich, dass du doch dabei gucken kannst. Und ja. So. Kannst du mich im Livestream grüßen? Ich grüße am Ende des Streams. So, wir bringen jetzt die Person hier weg. Wohin bringen wir die denn? Hier, glaube ich, war das, oder? Ja, perfekt. Gut. Gibt es ein Polizeipferd in der Mod? Nee, momentan gibt es kein Polizeipferd. Das wäre aber wirklich nice. So. Okay, die Person wird dann jetzt weggebracht.
Komm, gehen Sie weg. Ja, sehe deine Videos sehr gerne und spiele selbst auch LSPDFR. Abo hast du von mir, danke. So, gut. So, seit wann spielst du GTA? Also, GTA 5 spiele ich, glaube ich, seit 2014 oder 2013. Ja, also als es am PC rausgekommen ist. Ja, so ein bisschen später, aber ich habe schon GTA San Andreas gespielt. Also, die alten GTA-Teile habe ich auch schon damals gespielt. GTA 4 habe ich auch die Polizeimod immer gespielt und GTA San Andreas auch. Aber da gab es, glaube ich, ja gut, da gab es eine Polizeimod, die habe ich aber damals nie installiert bekommen. Ja, aber bei GTA 4 habe ich auf jeden Fall auch die Polizeimod gespielt. Und wenn GTA 6 draus irgendwann mal rauskommen sollte, dann freue ich mich auf jeden Fall da auch schon auf die Polizeimod. So. Gibt es Äpfel im Mod? Nein. Ihr Apfelfetischisten. So, ich habe kurz das Fahrrad übrigens mal an die Seite gerammt, falls hier irgendwie, damit sich da keiner dran, kein Autofahrer irgendwie dran verletzt oder so, oder gegenfährt. Kannst du mal Gefängniswärter? Kann ich mal probieren, ich weiß gar nicht, ob das richtig geht. Muss ich mal gucken? So, hier ist alles okay, da ist ja ein Gemüsehändler, alles gut. Also auf der Autobahn momentan ruhig. Hoffen wir es zumindest. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen was im Hals. Hört man vielleicht. Gut. Bester YouTuber, danke. Na, was macht der hier neben uns, der Typ? Ja, seht ihr das? Okay, Leute, ich glaube, das ist direkt mal unser erstes Objekt für eine Verkehrskontrolle. Ich würde sagen, hier. Ah, Moment. So, okay. Dann würde ich sagen, an Sie bitte einmal anhalten. Wo ist denn der? Weil der hat hier anscheinend einen Motorschaden und fährt mit dem Motorschaden hier einfach rum. Bitte einmal anhalten und dann gleich bitte folgen. Wir machen gleich dann das bitte folgen an. Oh. Okay, hier hinten. Achtung, bitte folgen. Und dann folgen Sie mir mal zum nächsten Ort. Zum nächsten Ort vor allem. So, einmal bitte folgen. Kommen Sie. Okay, ich glaube, gleich gehen seine Reifen kaputt. Mein Kollege schießt schon wieder hier auf irgendwas. Ey. Gut, ich denke, hier ist ein guter Ort. Halten Sie da einfach mal. So, dann müssten Sie jetzt eigentlich ein bisschen geradeaus fahren, wenn es für Sie möglich ist. Ansonsten fahren wir kurz hinter Sie. Wir wollen Sie natürlich im Blick haben, ne? Ah, gut. So, perfekt. Ja, auf jeden Fall, hier hinten haben wir schon ein Einschussloch. sieht nicht sehr gut aus. Wir müssen ja kurz das Fahrzeug reparieren. So. Muss off, aber guck mal bei meinem Kanal an, ja, wenn ich mich dran erinnere. So, wann kommt das Tutorial, wie man Fahrzeuge einfügt? Dazu habe ich schon was gesagt, da empfehle ich das Tutorial von Daniel Gaming, weil der hat ja dasselbe schon mal gemacht und dann würde ich ja quasi das Ganze nur kopieren. Also Daniel Gaming hat das auf jeden Fall auch schon mal gemacht, würde ich bei dem das Tutorial angucken. Ich habe jetzt ein Tutorial gemacht, wie man LSPDFA installiert und er hat eins, wie man Fahrzeuge installiert. Ja, genau, so. Wunderschönen guten Tag, ja, Felix Salzberg, mein Name, bester Polizeiname. ich bräuchte einmal bitte Ihren Ausweis, wir haben Sie angehalten, dass Sie einen Motorschaden haben und Ihr Fahrzeug daher nicht verkehrstauglich ist. So, ja, Ausweis von dem Herrn haben wir, das ist der Diego Kruse. Okay, Diego, kontrollieren wir mal, Diego Kruse wird kontrolliert. So, bei der Leitstelle alles okay, polizeilich nicht in Erscheinung getreten, beziehungsweise keinen aktiven Haftbefehl. Gut, der Herr. So wie es aussieht, bitte ich Sie dann aber mal, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Wir werden das Fahrzeug abschleppen müssen, da das, wie gesagt, nicht verkehrstauglich ist. Sie können das dann bei uns wieder abholen, beziehungsweise können wir das natürlich auch irgendwo beim ADAC hinstellen. So, Fahrzeug wird abgeschleppt. Ich habe meinen Abschleppdienst hier informiert. Wir gucken aber nochmal kurz in den Kofferraum, ob sie da was dabei haben. Moment. Na gut, Kofferraum. So, Fahrzeug ist abgeschleppt. Okay, also Kofferraum lohnt sich jetzt nicht reinzugucken. Fahrzeug wurde abgeschleppt. Sie der Herr. Ja, Sie können jetzt laufen. Also Sie können jetzt entweder laufen oder wir holen Ihnen ein Taxi. Obwohl, können wir dem Taxi holen? Eigentlich schon, ne? Na, okay, hier nicht. Aber das tut mir leid, der Herr. Leider müssen Sie jetzt laufen oder Sie steigen bei uns ein. Aber ich glaube, Sie wollen da lieber rumstehen, oder? Ja, ich will da lieber rumstehen. Gut, Kollege einsteigen. Ich glaube, der Herr denkt sich jetzt auch nur so, hä? Was ist jetzt passiert? Wo ist mein Auto? Ja, tja, da müssen Sie mal demnächst mit einem reparierten Auto langfahren und nicht mit einem halb kaputten. Und Sie bleiben hier nicht auf der Straße mitten stehen, ja? So.
Habe GTA San Andreas auf PS2 gespielt und fast zu 100% durchgespielt. Vielen Dank für deinen Stream. Jo, freut mich auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, GTA San Andreas habe ich nie durchgespielt. Ich habe da immer so mit Cheats immer so ein bisschen ja, Scheiße gebaut, quasi. Gut, kannst du mal ein paar LKWs anhalten? Sofern wir einen sehen, können wir das machen. Stichprobenartige Kontrolle, aber große LKWs sehe ich jetzt hier nicht. Na gut. Ach ja, wir haben ja hinten hier noch jemanden drin. Na gut, den müssen wir jetzt natürlich leider noch kurz wegbringen, Militärbasis. Wir machen das mal mit Sonderrechten, das Ganze, damit das ein bisschen schneller geht. So, drücken wir mal an. Wann kommt GTA live? Weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, nächster Livestream oder so. Gut. Person, die wir da auf jeden Fall dabei haben, werden wir dann jetzt erstmal wegbringen. Hier hinten rein, so, anhalten. Vorsicht. Sonderrechte haben wir auf jeden Fall einfach mal. Wir müssen sie natürlich jetzt zur Militärbasis wegbringen. Hans Grote, Pfefferspray-Mod, wie gesagt, habe ich schon gesagt, nehme ich mir vielleicht vor, aber momentan bin ich noch nicht so weit, dass ich so eine Pfefferspray-Mod programmieren kann. Gut. So, hallo. Ja, wir haben Sonderrechte frei bekommen und sollen die Person einfach mal bei ihnen hier absetzen. Machen wir das doch, die kommt direkt hier ins Militärgefängnis. Ist doch perfekt. Samet, auf jeden Fall vielen Dank für dein Lob. So. Okay, da wird jetzt auch der ältere Herr hier weggebracht. Uah. Und der JVA übergeben. Perfekt. So, dann fahren wir mal weiter. So, ich habe, glaube ich, irgendwie ein bisschen erkältet. Na, gut. Damit sagen, fahren wir weiter auf Streife hier auf der Autobahn. Wir machen mal Blaulicht aus. Danke auf jeden Fall hier, ne, Kollege. Vielen Dank. Einfach mal anhupen. Und die Schranke abfahren. So läuft das auf jeden Fall. So läuft das bei der Polizei. Okay, wir haben ja auf jeden Fall terroristische Aktivitäten gemeldet bekommen. Terroristische Aktivitäten, wir folgen mal unseren Kollegen. Warte mal, wir können über den Berg fahren, obwohl unser Fahrzeug ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Aber wir haben ja einen Terroreinsatz. Deswegen würde ich sagen, können wir da jetzt auch mal ein bisschen Risiko eingehen bei so einem Einsatz. Das ist, glaube ich, in der Militärbasis, oder? Ja, es ist... Okay, wir haben einen Terroreinsatz in der Militärbasis, Leute. Ja gut, dann fahren wir direkt mal unseren Kollegen hinterher. Die sind ja gerade auch hier lang gefahren. So. Oh Mann. Scheiße. Der Panzer feuert, glaube ich, wieder auf. Facepalm. Na gut, Leute. Das war natürlich ein bisschen blöd jetzt. Kannst mal wieder Militärbasisstreife fahren. Haben wir gerade quasi gemacht. Ist ein bisschen schief gelaufen, ne? Gut, ich dachte erstmal, der Panzer hätte auf uns geschossen, wie gerade eben. Also vor einer halben Stunde, da wurden wir ja auch durch den Panzer abgeballert. Aber anscheinend, ja. Bisschen blöd gelaufen jetzt. So, wir holen dann nochmal jetzt den Arteon. Wir wechseln ja mal ein bisschen durch. Und dann gucken wir mal, dass wir uns wieder zur Militärbasis hin teleportieren. So, dann können wir vielleicht nochmal die Terroristen stellen, sofern die noch da sind. Ja, beziehungsweise gucken einfach mal durch. Ja, das ist jetzt, glaube ich, mein dritter Tod heute, oder? Wie oft bin ich gestorben? Dritter Tod? Das ist auf jeden Fall über dem Durchschnitt. So. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, fahren wir mal an. Es ist jetzt auch ein bisschen nebeliger hier geworden. Ein bisschen dunkler. Danke, Felix, fürs Antworten. Kein Problem. So, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob der Terroreinsatz hier immer noch im vollen Gang ist oder was hier genau los ist. Aber ich denke, boah. Ah, gut, hier gedriftet. Ich denke mal, alles sollte hier in Ordnung sein, oder? Ah, Nexus, wer bist denn du? Du hast dich umbenannt. So, ich hoffe, du schaffst die 100k, danke. So, ich denke, da vorne haben wir noch das Fahrzeug von den Terroristen. Aber gut, ich glaube, das Gebiet wurde ja wieder vom Militär gesichert, ja. Hier ist auch, das ist unser Fahrzeug, Leute. Das ist einfach unser Fahrzeug, nur kaputt. Oh Mann, Leute. Endlich bist du weg, yo. So. Na gut. Dann würde ich sagen, wieso habt ihr jetzt die Nachricht von Leon Meyer gelöscht? Na gut. Ach so, ne, er hat die selber gelöscht. Okay. Dann kann ich sie nicht lesen. Kannst du meinen Namen vorlesen? Dragon AB, yo. Dispatcher,
Juhu, jetzt kannst du dich freuen. Nein. Gut. Wir müssen noch gucken nach den weiteren Einsätzen. Wir haben jetzt zwar einen bekommen, den nehmen wir aber nicht an. Der ist nicht so dringend. Ja. Nein. Ich war mal Chaos-Killer. Ach so, ja gut, danke. Ja, perfekt. Chaos-Nico, yo. Ich würde sagen, es sieht aber mega cool aus mit dem Nebel hier. Muss man sagen, das sieht eigentlich cool aus. Lass mal deinen Kollegen fahren. Okay, wir kommen mal. Ich zeig mir aber, mein Kollege fährt schlecht. Ach so, ich habe ja keinen mehr. Okay, jetzt habe ich hier einen neuen Kollegen. So, mein Kollege darf jetzt fahren, aber Leute, er fährt wirklich schlecht, ja. Also, er kann nicht mal richtig gut fahren. So, Kollege, zeig mal, wie gut du fahren kannst. So. Okay. Leon, ich lese die Regeln nicht vor, wenn die jemand postet, weil dann wäre das ein bisschen blöd, wenn ich immer nur Regeln vorlese. Gut. Also ihr seht schon, mein Kollege fährt prächtig hier die Verkehrsschilder um. Also auf der... ich fahre jetzt übrigens nicht, ne? Das ist alles mein Kollege. Und was macht der jetzt? Ja, Leute, mein Kollege schießt auf Tiere. Ich glaube, den... Nein, Kollege, lass es. Kollege. Kollege, du bist gefeuert. Kollege, hör auf damit. Du bist gefeuert. Du schießt hier auf unschuldige Tiere drauf. Guck mal, der ist doch... Oh nein. Ja, Leute, guck mal. Ja! Komm, nein, Kollege. Ich dachte jetzt, das Tier tötet meinen Kollegen. Du bist ein Tierquäler. Du wirst gefeuert. Nein, du wirst gefeuert. Nein, nicht einsteigen, das ist mein... Also mein Kollege kann nicht fahren, wie ihr sehen könnt. Aber der hat ja einfach ein unschuldiges Tier getötet. Ruhe in Frieden, mein Kollege ist blöd gewesen. Ja, ich weiß. Gut, also mein Kollege kann auf jeden Fall fahren, aber nicht wirklich kompetent, wie ihr gesehen habt. So, was ist jetzt eigentlich mit KW? Da habe ich schon einen Stream gemacht. Und ansonsten muss ich sagen, KW ist halt... oh nein, mein Kollege darf nicht fahren. KW ist halt, also so gut ist der noch nicht programmiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich werde da auf jeden Fall mal nochmal spielen, wenn ich ein bisschen mehr Geld drauf habe. Ansonsten gibt es noch einen anderen Server, da bin ich jetzt Polizist drauf. Der ist ziemlich nice, den werde ich euch auch mal zeigen. Der ist wirklich mega gut gemacht. Also richtig krass mit Menüs und ja, also da denkt man wirklich, das ist teilweise noch ein richtig krasser Programmierer. Obwohl das nur ein Mann programmiert hat. Also ich muss euch das auf jeden Fall mal zeigen. Es sieht mega krass aus, der Server, und die Funktionen, die es da gibt, mega, mega cool auf jeden Fall. So. Der zweite Kollege, der Tiere tötet und dann abhaut. Ja, aber ich habe den ja zum Glück erschossen, ne? Dann gibt's einen Tierarzt. Ne, es gibt nur einen RTW. So. Aus diesem Grund fahre ich lieber selbst im Dienst. Jo. So. Bin seit seinen 700 Abos dabei. Nice. So. Auf jeden Fall, Leute. Ihr seht schon das Fahrzeug hier vor mir, was ich die ganze Zeit verfolge, weil der fährt halt so ein bisschen komisch, wie ihr seht. Das heißt, wir werden dem jetzt mal das Anhaltesignal geben. Polizei, stopp. Oh Mann. Anhaltesignal und... Jetzt sollte es eigentlich in seinem Rückspiegel sehen und dann würde ich sagen, halten Sie mal bitte Ihr Fahrzeug an. Ja, bitte anhalten, sofort anhalten. Okay, der Herr ist anscheinend flüchtig. Ah, nee, jetzt hält er an. Okay, gut gemacht, gut gemacht. So, dann würde ich sagen, fahren Sie bitte einmal weiter rechts ran. Ah, weiter rechts ranfahren, wir wollen den Verkehr nicht behindern. Okay, bleiben Sie bitte einmal da. Habe ich hier ein Nagelband jetzt gelegt? Oh. Ja, das tut mir leid, liebe Leute, dass ich das jetzt hier gelegt habe. Tut mir wirklich leid. Gut. So. Von wem ist die Tür? Das ist meine Tür. Oh mein Leute, hier läuft alles wieder schief. Jetzt ist hier meine Tür noch abgefahren worden. Ja, gut. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Bitte Hände am besten am Lenkrad lassen. Ja, aber Motor aus. Gut. So, ich bräuchte noch einmal bitte Ihren Ausweis. Wir haben Sie jetzt erstmal angehalten wegen Ihrem unmöglichen Fahrverhalten, was Sie hier an den Tag gelegt haben. Gut, warten Sie mit dem Fahrzeug, das ist der Herr Joseph Collins. Okay, Joseph Collins überprüfen wir mal bei der Leitstelle. Joseph Collins. So, wird überprüft und wir gucken einfach mal. Ah, und er hat keinen gültigen Führerschein mehr. Ja, dann würde ich sagen, dürfen Sie auch mal aus Ihrem Fahrzeug aussteigen. Sie haben keinen gültigen Führerschein mehr, wir werden jetzt ein... Okay, anscheinend hat der Herr auch Alkohol genommen, wie man unschwer erkennt. Ja. Ja, das sieht ein bisschen mitgenommen aus, oder? Kollege, bitte einmal am besten na, Pfefferspray bereithalten, obwohl wir das nicht haben. Schlagstock bereithalten. Wir machen jetzt erstmal hier einen Drogentest. Ne, Alkoholtest. Alkohol hat der Herr nicht genommen, das heißt, wir machen jetzt einen Drogentest. Haben Sie Drogen genommen?
Und dann gucken wir einfach mal. Und der Herr hat anscheinend Cannabis konsumiert. Ja, mit Cannabis dürfen sie natürlich nicht fahren. Und vor allem ohne gültigen Führerschein auch nicht. Nein, sie sind jetzt vorläufig festgenommen. So, ich werde jetzt Handschellen anlegen. Sollten sie sich wehren, dann ja, haben sie ein Problem. Gut. Moment. Der will sich keine Handschellen anlegen lassen. Da müssen wir es leider auf die harte Tour machen. So, einmal bitte auf den Boden legen. Ganz ruhig auf den Boden legen. Perfekt, machen sie das. So, werde ich ihn jetzt mal Handschellen anlegen? Wie lange wird das Video noch? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es ja auch schon ja, fast 9:30. Also, ja, vielleicht bis zu 9:30, denke ich mal. Hast du Discord? Ja, okay, wir werden angegriffen. Wir werden von mehreren Leuten angegriffen. Kollege, Kollege, brauche Hilfe. Okay, okay. Was machen die Leute hier? Wieso greifen mich immer die Leute an? Was ist mit euch falsch? Okay. Oh Mann. Okay, nein, die haben Waffen, die haben Waffen. Wir wollen einmal bitte verstärken. Okay, wir müssen den Panikbutton gleich mal drücken. Aber wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür. Warum verstärken? Nein, nein. Wer schießt hier? Wer schießt? Wer schießt? Wer hier? Hey, was sind das für Leute? Scheiße. Okay, nehmen Sie Waffe. Ja, ein bisschen Stress gerade, wie ihr seht. Ein bisschen Stress. Oh Mann. Ja, Kollege, danke für deine Hilfe. Meine Kollegen sind auch schon eingetroffen, aber ein bisschen zu spät. Ja, das Problem am Panikbutton ist halt einfach, wenn ich den drücke, kann ich erstmal so, während ich drücke, nichts machen. Und dann bin ich halt schon tot. Deswegen kann man den Panikbutton nicht immer drücken. Ja. So. Ja, ja, ja. Ich wollte sie ja eigentlich festnehmen nochmal. Deswegen machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Meine Kollegen kümmern sich dann um den Tatort hier. Werden dann auch einmal den Rettungsdienst anfordern. So, Rettungsdienst wird angefordert. Mordkommission ist leider immer noch nicht zur Verfügung. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, Fahrzeug müssen wir auch nochmal reparieren. So, perfekt. RTW ist da hinten schon unterwegs. RTW kommt, wir holen nochmal einen zweiten, beziehungsweise fordern nochmal einen RTW an. Mein Kollege ist auch schon hier drin. Gut. Dann, Kollegin, bleib du beim Tatort. Wir fahren weiter. Wir haben jetzt hier zwei Personen. Rettungsdienst kümmert sich dann jetzt um die Verletzten. Und dann übergeben wir, wie gesagt, auf die Person. Was war jetzt mit Discord? Ich könnte den Server einstellen. Nee, Discord habe ich, aber benutze ich jetzt eigentlich nur für zwei verschiedene Server. Meistens. Ja, nee, mit Discord kenne ich mich schon aus, wie man das einstellt. Also das ist jetzt nicht so schwer. Bei TeamSpeak ist das ein bisschen schwieriger als bei Discord. Discord finde ich auch eigentlich relativ cool. Ich muss sagen, früher habe ich Discord nicht so oft benutzt, aber jetzt, wo ich das halt durch einen bestimmten Server ziemlich oft benutze, finde ich es ziemlich nice, muss ich sagen. So. Ey, haben sie mich gerade gerammt? Ja, einmal drücke ich ein Auge zu, aber das zweite Mal haben sie dann schon, ne? Haben sie kein Auto mehr. So. Okay, wir haben ja anscheinend wieder eine betrunkene Person gemeldet bekommen mitten auf der Autobahn. Wir hoffen mal, dass diese Person uns dieses Mal nicht direkt angreift. Deswegen gehen wir jetzt mit äußerster Vorsicht vor. Wir haben jetzt aus unseren Fehlern gelernt. So, da vorne haben wir die besoffene Person. Wir halten am besten jetzt schon mal, beziehungsweise sperren erstmal hier so ein bisschen die Autobahn. Ja, und dann nähern wir uns mal der Person. Am besten auch mit Hand an der Waffe. So. Weil die... Ja, genau aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Aus diesem Grund sollte man sich immer mit Hand an der Waffe nähern. Ihr habt es gesehen. Betrunkene Person hat hier einfach den Beschuss auf uns eröffnet. Na gut. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Also wir sind auch nicht mehr gerade so, ja, so gesundheitlich auf dem besten Stand. Deswegen brauchen wir hier nochmal einen RTW. Sperren mal die Straße auch ein bisschen ab. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen mit den Personen, betrunkene Personen, die einfach auf uns schießen. Zum Glück hatten wir wirklich aus der vorherigen Situation gelernt und die Hand an der Waffe gehabt. Das ist auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen besser. So, RTW kommt da hinten auch. Dann machen wir mal hier den Weg ein bisschen frei. So, Weg machen wir frei. Wir stellen uns aber trotzdem zur Absicherung mal hier hin, damit die Leute Blaulicht sehen und nicht hier direkt reinfahren. Gut. So, dann warten wir mal auf den RTW. Der sollte ja dann auch gleich mal hier ankommen. So, dann kümmern wir uns einmal drum. Wir stellen uns jetzt mal hier so ein bisschen hin. Gucken uns ein bisschen die Situation an. Ne? Oh, ja. Wir sind hier ein bisschen umschauen. wie heißt du auf YouTube? Ich weiß es nicht, echt. Keine Ahnung. So. Felix muss schlafen, ist der Beste und viel Spaß. Danke, freut mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. So. Gut, der Rettungssanitäter. Einmal bitte um den Herrn da kümmern.
Und sie, ja, machen sie das, was sie am besten können. Weglaufen, genau. So, bist du schon mal Passat gefahren? Wenn nicht, kannst du es mal machen. Ja, bin ich schon mal. Auch in ein paar Videos schon. Und ja, die betrunkene Person konnte wiederbelebt werden. Ich hoffe, jetzt sind sie nicht mehr so aggressiv. Sie sind dann aber trotzdem erstmal vorläufig festgenommen. So, der Herr. Dann bitte einmal auf den Boden legen. 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 Auf den Boden legen. So. Warum wirst du bei mir nicht in der Abo-Box angezeigt? Ich weiß es nicht. Heute ist anscheinend so ein kleiner Abo-Box-Bug gewesen. Auch am Anfang des Streams hat es so ein bisschen gedauert, bis erstmal die Zuschauer kamen. Aber ja, keine Ahnung. YouTube hat vielleicht einen kleinen Bug oder so. Gut. So, sind dann erstmal vorläufig festgenommen. Zum Glück konnten sie jetzt wiederbelebt werden. Sie werde ich dann erstmal hier einpacken. Sebastian Rief. Ja, ich kann deinen Namen. Don't be a dick. Just get in the car. So, gut. Ich würde sagen, ich muss mal kurz im Kofferraum nochmal gucken, um hier mich ein bisschen zu heilen. Kofferraum wird aufgemacht und perfekt. So, okay, gut. Steuerung J, Absperrung setzen geht schneller, wirklich? Wo ist jetzt die Absperrung? Ne, da kommt keine. Na gut, Steuerung J ist nicht für Absperrung, das ist ja für die für Blaulichter eigentlich. So, wann kommt wieder KW live, wenn ich eben Bock drauf habe? Habe ich schon heute beantwortet. Ja, wenn ich halt Lust auf Klärwerk habe und ein bisschen mehr Geld verdient habe. Dort eben. Ja. So, bist du schon im Stream Passat gefahren? Ja, bin ich auch schon mal. Ja, kann ich auch gerne nochmal machen. In einer weiteren Folge. Konntest du mir das installieren? Ich habe schon ein Installationstutorial dafür gemacht für alles PDFA und ansonsten habe ich auch schon, beziehungsweise hat Daniel Gaming ein Tutorial gemacht, wie man Autos installiert. Drück mal Doppel-V, das funktioniert nur bei Arma. So. Gut, hier bringt Doppel-V nicht so viel. Außer Perspektivenwechsel. Gut, wir bringen den Herrn jetzt hier zur Wache einmal. Und dann wird er eingeknastet, ne? Wie lange geht der Stream schon? Seit jetzt ziemlich genau anderthalb Stunden geht der Stream, ja. Gut. Ich grüße am Ende des Streams. Also am Ende kann ich euch gerne grüßen. Ja. So. Aber ich würde sagen... Ach ja, wir haben zwei Personen hinten, deswegen, okay. So. Geh in die Stadt und durchsuch Leute. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Autobahnpatrouille. Deswegen, aber hier ist ja auch in der Stadt, okay. Wir können mal ein bisschen hier in der Stadt kurz auf Streife fahren. Hey Felix, LG aus dem Krankenhaus zu dir. Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Und freut mich auf jeden Fall, dass du den Stream schaust. Kannst du einen Kontrollpunkt mit einem Passat machen? Ja, da muss ich den Passat nochmal wieder installieren. Und dann kann ich das auch mal gerne wieder machen. Na gut, so. Hier ist doch die Feuerwehr, oder? Ja, hinter uns ist die. Oh, und was geht so hier bei Ihnen? Also die Personen kommen mir jetzt nicht so verdächtig vor. Na, fahren wir halt ein bisschen auf Streife jetzt rum. So. Steuerung J, Absperrung setzen zu Fuß, wirklich. Ich teste es mal, Steuerung J. Oh, du hast recht. Ja, das ist cool, danke. So, danke für den Tipp. Perfekt, ja Leute, da habe ich jetzt endlich mal einen guten Tipp erhalten, wie man schneller Absperrung setzen kann. Gut. Bitte könntest du mal das installieren, weil bei mir geht das nicht. Ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich es dir installieren? Schreib mir mal am besten das per YouTube PN, also auf meinen Kanal gehen, Kanalinfo und Nachricht senden. Wann kommt eigentlich wieder eine Feuerwehrfolge? Ja, das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr aufgenommen, aber ich habe halt noch eine Folge, die ich wieder offline nehmen musste, beziehungsweise die ich gelöscht habe, die kann ich hochladen, die haben glaube ich nicht so viele von euch gesehen. Danke, danke, deine Videos heitern mich auch, freut mich auf jeden Fall. So. Wir haben hier ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet bekommen, okay. Ah, da vorne haben wir ein verdächtiges Fahrzeug, wir werden dieses Fahrzeug jetzt erstmal verfolgen und schauen, ja, der ist auch verdächtig, aber, das Fahrzeug vor uns ist anscheinend ein bisschen verdächtig, ist ein bisschen aufgefallen. Wir werden jetzt das Fahrzeug einfach ein bisschen verfolgen. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, Exzentrik Tomate. Das freut mich ja auf jeden Fall, dass du mal wieder vorbeischaust. Moin. Hi. So. Das ist übrigens auch schon ein ganz alter Zuschauer von mir. Also, schon ziemlich lange dabei, bevor ich den Kanal hier hatte.
So. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was den so verdächtig machen soll. Ansonsten werden wir halt die Verfolgung abbrechen, weil verdächtig ist er wirklich nicht. Maurice kann ich vielleicht mal machen, jo. Ei, Quamix OP, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ja. Ja. Hat es lang gedauert, die Mods zu installieren? Eigentlich nicht, weil, du musst halt wissen, man fügt ja nicht alle auf einmal hinzu, sondern immer so schrittweise. Das heißt, ich habe einmal Fahrzeuge hinzugefügt, dann habe ich irgendwann die Fahrzeuge wieder ein paar gewechselt. Also, es dauert eigentlich nicht lange. Man macht das ja nicht an einem Tag, sondern man macht es ja verteilt. Die Verkehrsschilder hier, die habe ich ja auch erst später irgendwann eingefügt und das hat dann vielleicht 3 Minuten gedauert, ne? Also, die sind ja jetzt hier alle auf Deutsch, wie ihr sehen könnt. Deutsche Verkehrsschilder, ne? So. Gut. Ich bin ein sehr aktiver Zuschauer. Guck, seitdem du 1000 Abos hattest. Jo, nice. So. So. Okay. Na gut, das verdächtige Fahrzeug, wie gesagt, ist eigentlich nicht so verdächtig, deswegen. Hat am 29.09. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Kannst du mal auf dem Server von Ralf als Cop spielen? Habe ich doch schon ganz oft in Streams gemacht, wenn es den Server noch gibt. Oh, dann kann ich das gerne mal wieder machen, ja. So. Wir haben einen weiteren Einsatz bekommen. Und zwar anscheinend haben wir hier illegale Jagd, beziehungsweise illegale Jägerei wahrscheinlich. Also Leute, wenn hier jemand illegal Tiere tötet, dann lassen wir das nicht durch. Kollege, du hast Schusserlaubnis, falls der Herr aggressiv ist. Dann gucken wir einfach mal. So, wo kommen denn die Schüsse her? Ey, ernsthaft? Okay, Leute. Das... Nein! Alter! Was sind sie für ein Assi? Nehmen sie sofort die Waffe runter. Waffe runternehmen. Waffe runter. Was ist mit... Alter, was sind sie denn für ein Drecksack? Erstmal ganz im Ernst. Ja, der wird verhaftet. Egal, ob der eine legale Lizenz hat. So, ich will mal ihren Jagdschein sehen. Und ihre Waffe nehmen sie sofort runter. Waffe runternehmen. Okay, er hat keinen gültigen... hat sowieso keinen gültigen Jagdschein, von daher... Der Herr ist vorläufig festgenommen und jetzt nehmen sie sofort die Waffe runter. Nehmen sie sofort die Waffe runter. Waffe runternehmen. Waffe runternehmen. Sie haben jetzt noch... Brauchen wir hier erst ein SEK-Team oder was? Nehmen sie die Waffe runter. Okay. Perfekt, der Herr. Sie sind dann erstmal vorläufig... Leute, sollen wir den Herrn jetzt nochmal ein bisschen besonders bestrafen für sein Verhalten? Hier irgendwie Tiere unnötig umzubringen? Das geht gar nicht. So. Aus diesem Grund, es gab ein neues Update auf dem Server von Ralf, okay, da muss ich mir mal auf jeden Fall angucken. So, naja, dann steigen sie mal ein, wir haben auf jeden Fall eine gute Überraschung für sie. Und da tut mir auf jeden Fall leid, dass das Tier da gestorben ist. Oh, Kollege, nein, ich steige hier ein. So, wo haben wir denn hier eine Klippe? Haben wir hier irgendwo eine Klippe? Wir haben hier nur einen Berg, ja gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich würde den Herrn jetzt gerne ins Gefängnis bringen. Haben wir denn hier irgendwo eine Klippe? Ja, Mann. Ja gut, die meisten Leute wollen, dass wir hier eine besondere Strafe nehmen für den Herrn. Ist doch gut. Ja, dann suchen wir uns erstmal hier einen guten Punkt. So, der Herr. Nein, sie steigen nicht. Ist das ihr Ernst jetzt? Nein, sie bleiben hier drin. Was? Hä? Okay, der Herr will mich, glaube ich, verarschen. Sie bleiben da... Ist der jetzt da drin? Ja gut, der ist da drin. Perfekt. Ja gut. Taser. Ja, das ist keine gute Strafe. Iquamix OP habe ich schon. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Hier wird ein Fahrzeug geklaut. Ah nee, das wurde einfach nur angefahren. Das wird nicht geklaut, okay. Ist eine Fehlfunktion des Alarmsystems wahrscheinlich. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall eine gute Klippe. Vor uns ist ja etwas... Ist halt nur ein Berg so, ne? Na gut. Da würde ich sagen, Leute, wir müssen einmal kurz hier die Schnelllichtgeschwindigkeit nehmen, ne? So. So, Lichtgeschwindigkeit. Oh nein. Alter, das ist ja. Okay, das ist wirklich ein schwieriger Weg jetzt, aber wir haben uns das ausgesucht, weil da oben ist das Gefängnis für den Herrn. Ja. Deswegen dahin bringen wir den jetzt. Das ist nämlich seine gerechte Strafe hier für das Töten von Tieren und hier sind ein paar Bergsteiger. Ja, da sieht man schon, die gehen hier aber ziemlich schweren Schrittes. Okay, gut.
Ah, das sieht aber mega cool aus, der Berg hier. Muss man schon sagen. Hast du eine Sniper? Nee. Habe ich als Streifenpolizist nicht dabei. Wenn wir demnächst wieder was mit SWAT... Boah. Okay, wenn wir demnächst wieder was mit SWAT haben, dann natürlich, aber... Gut, ich denke, wir parken mal hier. Machen natürlich Blaulicht an, damit wir unser Fahrzeug wiederfinden. Und den Herrn nehmen wir dann jetzt einmal hier raus. Den schmeißen wir hier einmal raus. Kommen Sie da raus. Sofort. Oh Mann. Na gut, einen Moment. Nein, Sie sollen jetzt hier rauskommen. Ey, ich krieg den da nicht. Lol, was ist das? Nein. Ja gut, das ist auch eine gute Strafe, aber... Nein, Feuerlöscher. Oh Mann, Leute. Wir haben keinen Feuerlöscher. Ja, ich weiß auch nicht. Hab ich das jetzt gemacht? Das ist aber mega komisch. Ich wollte den Herrn eigentlich... Ja gut, ich bin einfach zu müde, glaube ich. Was? Also... Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Also jetzt mal ernsthaft. Oh Mann. Na gut, aber das war ja auch eine tolle Strafe, oder? Oh Mann, Leute. Benutzt du Steam? Ja, Steam benutze ich. Mein Steam-Gruppen-Link ist auch eigentlich in der Beschreibung. Hoffe ich mal, dass der in der Beschreibung ist. So. Hey, hier ist ein Plakat sogar aufgeklebt worden. Illegale Werbung. So gut wie iQuimax, ja. Keine Ahnung, was das war. Okay, ja, das war natürlich mal wieder Mega-Fail jetzt. Da würde ich sagen, holen wir uns mal wieder das Fahrzeug hier ran. Viertes Mal gestorben. Was? Viertes Mal schon? Oh Mann, Leute, es geht echt zu Ende mit mir, wenn ich hier innerhalb von einer Stunde und 40 Minuten viermal sterbe. Okay, wir haben eine Schießerei. Wir haben eine Schießerei. Leute, rennen weg. Kollege, Kollege, schnell, schnell. Alter, mach schneller. Ich muss hier mich um die Schießerei kümmern. Oh mein Gott. Okay, wir haben auf jeden Fall Schüsse wahrgenommen. Wir müssen mal das Gebiet hier absichern. Beziehungsweise von wo kamen jetzt die Schüsse hier genau? Hier irgendwo. Oh, okay, da vorne ist einer. Da vorne schießt einer. So, Pistole. Und BBN spendet 1 Euro. Hallo, geiler Stream, endlich mal wieder. Vielen, vielen Dank, BBN, für deine Spende. Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Lob. Oh, Kollege aus dem Weg. Okay. Den haben wir, den haben wir. Gut, diese Person hat hier gerade geschossen, auf jeden Fall. Die ganzen Leute sind weggerannt. Wollte er hier etwa einen Amoklauf machen? Wir wissen es nicht. Aber nochmal vielen Dank, BBN, für deine Spende. So. Na gut. Waffe ist auf jeden Fall sichergestellt. Holen da mal am besten einen RTW hier noch ran. Fahr ihn besser ins Gefängnis. Ja, der ist ja eh jetzt verbrannt. Na ja. Ah, gut. RTW wird dann auf jeden Fall jetzt angefordert. So. In 5 Minuten ist der Livestream zu Ende, oder? Nee. So, dann wird er einmal... So. Wird er einmal aussteigen und... genau, um die verletzte Person kümmern. Gucken Sie mal, ob Sie da noch was machen können. Ich hole in der Zeit mal unser Einsatzfahrzeug. So. Du bist der Beste, danke. So. Hier wird noch irgendwo geschossen. Oder? Habt ihr es gehört? Hä, hört ihr das? Hä, hier ist irgendwie noch, als ob jemand irgendwo gegenhämmert. Da müssen wir gleich auch auf jeden Fall mal gucken. Entweder sind da Schüsse oder irgendjemand hämmert gerade ein Auto kaputt. Okay, der Herr konnte auf jeden Fall wiederbelebt werden, das freut mich doch. Nee, sie bleiben hier. Auch wenn sie verletzt sind. Bleiben sie mal bitte hier. Einmal bitte Hände hochnehmen. Gut, sie sind dann erstmal voll festgenommen, bitte einmal auf dem Boden. Ah, perfekt. So. Gut, dann. Der Herr ist auf jeden Fall jetzt erstmal voll festgenommen, weil er hier auf uns geschossen hat, beziehungsweise auch noch auf andere Leute. Das heißt... Haben wir natürlich einen Waffenmissbrauch. So. Einsteigen. Gut, perfekt. Dann gucken wir mal, was hier gerade so diese Geräusche verursacht hat. Also irgendwie in dieser Stadt läuft einiges faul, habe ich das Gefühl. So, bin gerade eingepennt. So. Oh, was liegt hier? Auf jeden Fall, das Geräusch kam hier, von irgendwo hier. Das kann natürlich hier sein, weil hier die Baustelle ist, ne? Ja gut, hier sind Bauarbeiter.
Eigentlich alles normal. Okay. Na gut, alles normal. Probieren wir mal hier zu wenden. Ja. Hi Felix, ich mag deine Videos. Danke, freut mich. So, bin neu, moin. Richtig geiler Stream, danke. So. Perfekt, dann fahren wir jetzt weiter auf Streife. Guck mal, was sonst noch abgeht. Gut. So, spiel bitte KW. Ja, mache ich demnächst wieder, aber heute nicht. Weil das ist jetzt ein LSPDFA-Stream. Ansonsten, Leute, wenn ihr auch wieder GTA live wollt, auf KW oder auf anderen Servern, ich habe noch, wie gesagt, einen, wo ich Polizist bin. Davon habe ich ja heute schon erzählt. Da will ich dann auch mal was machen. So, weißt du noch, die Kripo-Beamten von Reifingers Server, die haben deinen Kollegen ausgewählt? Ja, kann sein. So. Wie kann ich VIP werden? Das gibt's bei mir noch nicht. VIP zu werden, das geht bei mir noch nicht. Ach ja, wir haben hier hinten noch das Achtung, bitte folgen an. So, nächster Einsatz. Wir haben hier momentan eine Fahndung am Laufen. Haben wir einen Haftbefehl gegen eine Person vorliegen. Die wurde hier von Zivilisten in der näheren Umgebung entdeckt. Und zwar wegen einer Entführung ist diese Person gesucht. Und wir müssen jetzt diese Person verhaften. Anscheinend ist die da, hat die jemanden entführt und ist dann irgendwie wieder freigekommen, beziehungsweise hat sich der Festnahme entzogen. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir die Person irgendwie verhaften können. So. Gut. Sade Gaming spendet 1 Euro vom Beamten zum Beamten. Ja gut, Sade Gaming, vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende. Mega, mega lieb von dir. Danke auf jeden Fall. So. Gut, ja, vom Beamten zum Beamten. Der Sade Gaming hat da gesagt, er wäre auch Polizist. Ist auf jeden Fall cool, wenn so ein Polizist meine Videos schaut. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende. So. Ach ja, er wäre auch Polizist. Ich bin in echt keiner, ne? Nur so als, also, falls das jetzt jemand denkt. Gut. Wir halten dann jetzt das Fahrzeug hier vor uns an. Bitte einmal anhalten. Wir müssen natürlich jetzt mit äußerster Vorsicht rangehen. Weil, wie gesagt, die Person wird hier wegen einer Entführung gesucht. Haftbefehl liegt vor. Aus diesem Grund. So, okay. Der fährt anscheinend weiter. Oh Mann, nein. Ich habe jetzt aus Versehen Nagelband geworfen. Nein, okay. Gut, die Person hat nicht auf unser Anhaltesignal reagiert, Kollege Einstein. Verfolgen die weiterhin. Los ist los. Schnell, schnell, hinterher. Bin gerade erst gekommen. Was habe ich verpasst? Natürlich, also du hast ja viel verpasst. Wir machen ja hier eine Streife. Das heißt relativ viel, so. Okay, Person hat jetzt angehalten. Es sind anscheinend 2 Leute drin. Nein. Okay, Einstein, Kollege. Einsteigen. Los ist los, komm, rein. Roger, mein Kollege regt mich aber auch manchmal auf, ja? So. Okay, wann kommt das nächste Video? Ich denke mal, ja, in 2 Tagen. So. Gute Herren. Sofort anhalten. Okay, die fliehen, die fliehen. So, dann haben wir eine Verfolgungsjagd am Laufen. Jetzt brauchen wir ein Nagelband am besten. Jetzt brauchen wir dieses Mal wirklich ein Nagelband. So, wir haben auf jeden Fall schon Verstärkung angefordert. Hier kommt sie auch schon angerast. Perfekt, perfekt. So, gut gemacht. Gut, ich würde sagen, Nagelband legen wir gleich. So. Nein, nein, okay, zu spät, zu spät. Komm, Kollege Einstein, Kollege Einstein. Kollege, ich fahre sonst ohne dich. Los, los, ey, ich muss immer auf meinen Kollegen hier warten. Der ist ein bisschen blöd. Bist der Beste, bleibst du, wie du bist, feier dich mega, bleibst du, wie du bist. Hashtag Ehrenmann, vielen Dank. So. Gut, hier ist er. So, wie lange willst du noch streamen? Ich denke nicht mehr ganz so lange, aber ja, mal gucken, ne? Gut. Anhalten. Anhalten. Hey. Okay, wir setzen uns jetzt vor das Fahrzeug und werfen Nagelband. Sofern wir das können, der ist halt ziemlich schnell, ne? So. Stoppen. Ah. Na gut, das wird jetzt ein bisschen knapp, hier ein Nagelband zu legen, dann. Oh Mann. Okay, hier können wir jetzt legen, theoretisch. Schnell, schnell. Nagelband. Perfekt, perfekt. Ja, fahrt rüber. Fahrt rüber, fahrt rüber. Komm, komm. Ja, nice. Sind drüber gefahren. Ein Reifen oder so ist von denen auf jeden Fall kaputt. Ey. Oh, meine Kollegen fahren mich um. Auf jeden Fall, das Fahrzeug fährt nicht mehr weit. Die Reifen sind jetzt zerplatzt. Ihr seht's da vorne. Kollege, komm mit. So, der nimmt auf jeden Fall jetzt hier die Flucht. Ein paar Reifen wurden anscheinend hier zerstört bzw. beschädigt. So. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. So, wir sichern jetzt unsere Kollegen ab, während er den verhaftet. Oh, nein! LKW-Anschlag, oh mein Gott.
Mist, was ist... Ey. Welcher LKW war das? Welcher war das jetzt? Da hinten ist er. Oh Mann. Ey Leute, mein Kollege ist dabei verletzt worden. Okay, komm, Kollege. Ja, einen Moment. Wir müssen mal die Verfolgung gleich aufnehmen. Voll den LKW kriegen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt blöd. Na gut. So. Dann probieren wir uns nochmal zu heilen. Perfekt. Gut. So, einsteigen. Wo sind meine Kollegen? Die haben den jetzt verhaftet und sollten den jetzt auch gleich mitnehmen. Hier. Gut. Nehmt den mal mit. Ja, die nehmen den jetzt mit. Perfekt. Okay, so. Also, so wie es aussieht. Haben wir hier noch eine flüchtige Person? Oh, lol. Okay, der ist auf jeden Fall hier flüchtig. Das ist irgendein einer von einer Gang. Und was? Nein, das kann er doch nicht bringen. Ey, ernsthaft? Nein, das können wir nicht machen. Na gut, theoretisch müssen wir es jetzt... Hallo, wie geht's Ihnen? Perfekt aufgehalten, würde ich sagen. Perfekt. So, ich glaube, der kann jetzt nicht mehr fliehen. Der ist auf jeden Fall auch flüchtig. So. Aussteigen, aussteigen. Sind verhaftet. Ey, wer schießt hier? Mein Kollege wieder? Oder da hinten? Sind verhaftet. Nehmen Sie Hände hoch. Hände hochnehmen. Hände hochnehmen. Hände hochnehmen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Nimmst du gleich wieder einen NRW-Wagen der Polizei, den BMW, bitte? Kann ich machen. So, danke, Turin. Zockt. So. Gut, ja, ja. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Sie sind dann auf jeden Fall jetzt auch erstmal verhaftet. Das war aber eine gute Fluchtaktion von Ihnen, muss ich schon sagen. Aber mit unserem tollen Mercedes-Benz V250, ne, da können wir auch sowas machen. Wir haben hier hinten schon einen drinstecken, aber ein zweiter schadet ja nie. Auch wenn das in echt die Polizei natürlich nicht machen würde, zwei Personen hinten zu haben, machen wir das jetzt einfach mal gut. Fahrzeug müssen wir am besten noch abschleppen lassen von dem Täter. Abschleppdienst nicht, oder? Verfügbar? Einen Moment. So, Abschleppdienst wird gerufen. Perfekt. Gut. Dann einsteigen. Wir können jetzt hier mal am Strand langfahren und probieren wieder hochzukommen. Reparieren noch kurz unser Fahrzeug, waschen das. So, okay. Ja, den BMW von NRW benutze ich gleich gerne. So, hier kommen wir doch wieder hoch, oder? Hier ist ein toller Weg. Ja, perfekt, perfekt. Hier ist ein guter Weg. Nice, gut. Abschleppdienst sollte uns jetzt auch entgegenkommen. Der kümmert sich dann auch drum. Ja, da vorne kommt er schon. Da ist der Abschleppdienst. Ah, ja, so. Hier ist sonst alles okay. Okay, gut. So, oh, ups. Da fahre ich einfach gegen Verkehrsschild. Das kann man auch mal machen, ne? Gut. Nimm bitte mal den Audi. Wir nehmen jetzt den BMW. Vorher müssen wir auch nochmal die zwei Personen hier absetzen. Also BMW haben sich ja welche gewünscht. Den Audi A4 habe ich momentan nicht installiert. Holst du auch amerikanische Polizeiautos? Momentan mache ich nur mit deutschen, aber vielleicht in Zukunft nochmal amerikanisch, ja. So. Wow. Also die Leute, ich weiß gar nicht, wieso biegt der denn hier auch auf meine Spur ab, ne? Also so inkompetent kann man ja... Ach, egal. Ja, jetzt sieht unser Fahrzeug wieder so aus wie vor ein paar Sekunden. Perfekt. Habe ich gerade was überfahren? Ah, nee, bestimmt nicht. Oh Mann, Leute. Es passieren heute nur Fails, habe ich das Gefühl. Heute ist der Failtag. So. Gut. Dann bringen wir die Herren weg. Du hast die 30.000 verdient. Ja, ich glaube, 30.000 Abos habe ich noch nicht ganz. Da fehlen noch 300 oder sowas. Dann habe ich die 30.000 da. So, du machst die besten LSPD-Videos. Danke. So, hier bringen wir dann die Person hin. Fußstreife wäre so geil. Ich weiß, einige finden das Streife. Einige finden das scheiße. Ja, vielleicht kann ich das mal machen. Eine Fußstreife, aber... Ja, dann müsste man das wirklich so in der Stadt machen. Das könnte man mal probieren. Was bedeuten die weißen Punkte, Felix? Welche? Du meinst auf der Map? Das sind die... Hier in dem Fall waren das jetzt die, Gefängnisse. Ansonsten, weiße Punkte können auch mal Straftäter, kennzeichnen auf der Map. Und ja. So. Oh, Leon Meyer, das ist doch nett, dass du hier das in den Chat schreibst.
Oh, so geile Videos, danke. So. Okay, dann fahren wir mal. Dieser Moment, wenn man das hier schaut und nebenbei im Online-Modus Bank Heist macht, ja, nice. Beim GTA-Spielen GTA-Livestreams schauen, das ist doch nice. So. Ja, wir sind jetzt im Militärgebiet. Wir wollten jetzt auf den BMW wechseln, ne? Kannst du mal Minecraft spielen? Mache ich eigentlich momentan nicht mehr. Das habe ich mal schon damals ziemlich lange gespielt. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Also, momentan spiele ich keinen Minecraft. So, gut. Dann steigen wir mal ein. Kollege, einsteigen. Wir haben jetzt den BMW F31, wie er auch in NRW fährt. Weil sich das ja einige gewünscht haben. Machst du auch mal SEK-Videos? Ja, mache ich ziemlich oft sogar. Du kannst immer auf meinem Kanal nach dem Stream gerne vorbeischauen. Da habe ich schon ein paar SEK-Videos drin, beziehungsweise SWAT-Videos. Natürlich, die SWAT-Videos sind dann mit dem SEK, ist ja klar. Aber werde ich auch auf jeden Fall mal demnächst wieder in einem Livestream machen mit Helikopter und so, allem, was dazugehört. Wird auf jeden Fall cool. Gut. So. Ich sehe das richtig schlecht, also verpixelt. Dann müsstest du gegebenenfalls die Qualität hochstellen. Also auf 720p. So, du bist der beste GTA-Zocker, den ich kenne. Danke. Obwohl, ja, so gut bin ich auch nicht, aber... Ja. Gut, wir fahren jetzt wieder hier ein bisschen auf Streife rum. Gucken dann mal, dass wir Fahrzeuge kontrollieren. Ansonsten, wir gucken einfach mal... Ja gut, von innen sieht das Auto jetzt nicht so gut aus, ne? Ja, gut. Wir haben einen Einsatz hier bekommen. Anscheinend in der Nähe. Wir haben hier nämlich eine kranke Person mit einer Waffe. Oh. Okay, wir sehen schon. Okay, Leute, ihr seht's da vorne. Eine Person. Ah, wir haben eine Sniper. Ah, nice. So. Da müssen wir mal gucken. Müssen uns jetzt einen Überblick verschaffen. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierige Situation, ihr seht's, ne? Also, ja, wir haben ja einmal ein Opfer und einmal einen Täter. Diese Person wurde uns gemeldet, ist psychisch krank. Und übrigens, dass wir gerade Sniper dabei haben, ich weiß auch nicht, woher wir die haben. Irgendwie haben wir einen Sniper dabei, keine Ahnung. Eigentlich hat man das als Streifenpolizist nicht, aber... Ja gut, die Frage ist jetzt, wir können natürlich jetzt nicht sofort schießen, weil der Herr nichts macht. Finaler Rettungsschuss könnten wir natürlich machen, aber... Momentan, naja, sehe ich das jetzt nicht als notwendig. Wir probieren den Herrn einfach mal so davon abzuhalten. Wir nähern uns jetzt, wir holen mal Verstärkung kurz. So, Verstärkung ist angefordert und da machen wir jetzt einen Zugriff. So, der Herr, stehen bleiben, stehen bleiben. Hände aufnehmen, Hände aufnehmen. So wird der Herr noch nehmen, Hände aufnehmen. Hey, Kollege, Alter, bist du inkompetent? So, okay, Hände aufnehmen, Hände aufnehmen. Gut, perfekt, perfekt, machen Sie das. Übrigens, ich musste gerade meinen Kollegen anschießen, weil der sich dumm verhalten hat. Mein Kollege... Oh, lol. Ey, wir haben ja... Alter, was ist hier los? Oh mein Gott. Okay, scheiße. Wir haben ja irgendwie 30 Leute, die uns angreifen. Okay, wir wollen mal mit dem SWAT-Team. SWAT-Team. Okay, wir haben... Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Scheiße. Okay, SWAT-Team angefordert. Los, los. Los, kümmert euch drum. Okay, ihr habt's gesehen, hier waren irgendwie 1000 Leute, die uns angegriffen haben. Auf jeden Fall, Leute, ich musste gerade in Richtung meines Partners schießen, weil der irgendwie hier direkt auf den Herrn geschossen hat, obwohl kein Grund da war. Die Sniper kommt von dem Typen, der das Reh erschossen hat. Ach so, ja, das ist natürlich gut. Okay, SWAT-Team verhaftet gerade den Typen. Ey, das sieht so nice aus. Guckt euch das mal an, wie viele hier sind. Ja, das sieht ja mega nice aus mit dem SEK-Team hier. Und die haben jetzt den Typen auch direkt schon verhaftet. Also das SEK-Team hat heute mal saubere Arbeit geleistet. Perfekt, Leute, perfekt. Ich muss schlafen, gute Nacht. So. Ja gut, hier ist unser Auto. Hier ist noch ein verletzter Kollege, beziehungsweise, nee. Oder? Doch. Ach so, das ist mein Partner. Also ich weiß nicht, wer das war. Also, ne. So, hallo, neuer Partner. So, wir können auch schreiben. So. Was meinst du, Leon Meyer? Hi, habe ich was verpasst? Ja, ich streame ja schon etwas länger. Gut. So, dann fahren wir jetzt weiter auf Streife. Wir fahren jetzt mal wieder in die Richtung hier Los Santos so ein bisschen. Und gucken da einfach mal, was uns hier auf der Streife so begegnet. Auf jeden Fall, der BMW F31 ist ja ziemlich schnell, muss man sagen.
Ja, wir gucken jetzt gerade, wir testen es gerade aus. 160 fahren wir schon, also. Na ja, gut, wir müssen mal ein bisschen langsamer fahren, ne? So. Ah, hier läuft alles gut auf der Autobahn momentan. Ah, perfekt. Okay, uns wurde jetzt momentan was gemeldet. Und zwar besteht der Verdacht, dass hier wohl ein Drogenlabor aufgebaut wurde. Okay, Leute, wir haben hier ein Drogenlabor gemeldet bekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Drogenlabor. Wir rücken auf jeden Fall mal an und gucken uns die ganze Situation da, schauen uns da mal ein bisschen um. Das heißt, wir rücken jetzt erstmal mit Sirene an und gleich machen wir die Sirene aus, damit wir jetzt die Täter da, wenn die am Werke sind, nicht irgendwie verschrecken, dass die hören, die Polizei kommt. Deswegen erstmal mit Sirene anrücken und gleich machen wir die natürlich aus. So. Okay, 1 Kilometer entfernt, wir machen Sirene aus. Hier, ich meine, hier sind ja eh keine Autos, ne? Ich glaube, wir brauchen dann auch am besten Verstärkung. Wenn hier wirklich ein Drogenlabor ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Weil ein Drogenlabor ist ja ein bisschen, ne? Neues Tacho, geil, ja. Habe ich jetzt auch mal eingeführt, aber eigentlich nicht ganz so neu. So. Katrin Ulmers, ja, hast du. Aber den Stream gibt's zum Nachschauen. So. Na gut, ob dafür die Streifenpolizei zuständig ist, wir holen mal kurz Verstärkung. Also hier anscheinend, der Typ macht hier wohl ein Drogenlabor, ein eigenes. Aber das schöne guten Tag, der Herr. Waffe runter, Waffe runter, Waffe runter, Waffe runternehmen, Waffe runter. Okay, was machen sie da? Ey, da vorne ist noch einer. Okay, wir haben den Schusswechsel noch. Nehmen sie die Waffe runter. Waffe. Ey, das Meer sieht geil aus. Aber gut, der Herr hat uns hier angegriffen. Okay, der andere, wo ist der? Der rennt weg. Nee. Oh Mann, wir gucken uns das Drogenlabor gleich an. Wir müssen noch den Täter da stellen. Der tut so, als wäre nichts gewesen, aber der hat uns ja mit einem Messer angegriffen. So, Michi AD, muss ich mal überlegen, wenn ich neue Mods suche, auf jeden Fall, ja, dann wäre der Leon ja auch guter Ansprechpartner, zusammen mit noch jemandem, den ich hier im Chat gesehen habe. So. Warum bist du denn kein Polizist? Du bist doch voll gut. Außer die ganzen Unfälle. Ja, nee, in echt bin ich kein Polizist, weil ich diesen Job erstmal, also in echt, naja. Also ich sag mal so, Lebenszeit Polizist zu sein, fände ich jetzt nicht so cool, denke ich mal für mich. Wegen Nachtschicht und weil man da einfach sein ganzes Leben riskiert und dafür eigentlich ziemlich wenig Gehalt bekommt. Deswegen, ey, achso, meine Kollegen nehmen den mit. Okay. Nee, was macht der? Nein, 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 sie fahren nicht weg. Nein, sie können nicht wegfahren, sie haben die Hände. Leute, das ist mir schon mal passiert. Sowas. Steigen Sie da sofort aus. Sofort aussteigen, Moment. Okay, so, damit. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Das bringt nichts. Oh Mann. So. So, sie steigen jetzt hier ein und bleiben da auch, ja? So, ich schließe jetzt gleich die Tür zu, einen Moment. So, Tür ist zu. Okay, perfekt. Hey, wann kommt Klärwerk? Weiß ich noch nicht. Also wenn ich Bock drauf habe und ein bisschen mehr Geld habe. Dann, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich auch mal wieder mit dem Abramo was machen. Den von GVMP. Dann hätte ich auf jeden Fall ja mal wieder jemanden, der mich hier ein bisschen rumfährt. Muss ich immer fragen. Ey, aber das Wasser sieht ja wirklich nice aus. Muss man schon sagen. Also wenn ich hier meinen Kollegen so mit dem Taser anvisiere und dann das Wasser im Hintergrund, ist nice. So. Hier haben wir dann halt, wie gesagt, noch die verletzte Person. Momentan. Ja, momentan haben wir das Problem, Mordkommission ist ja nicht mehr verfügbar. Weil die noch irgendwo anders sind. Na ja, gut, das heißt, wir müssen uns den Rettungsdienst kontaktieren. Und das hier ist anscheinend das Drogenlabor. Moment. Ich hole mal für sie noch eine weitere Streife. Also anscheinend ist das hier das Drogenlabor, dieses Fahrzeug. Und hier sollen wirklich irgendwie Drogen angebaut werden. Wir gucken mal rein. Gut, einen Moment. So, meine Kollegen nehmen jetzt den Herrn hier mit. Hoffen wir es mal. So. Okay. So, Kollegen, hier ist der Herr. Nehmen Sie ihn einmal bitte mit. Oh.
Perfekt. Also auf jeden Fall, hier sollen irgendwie Drogen drin sein. Wie lange machst du noch den Stream? Ich weiß es nicht, aber ja, mal gucken. So, dann einmal bitte den Herrn mitnehmen zur Wache. Perfekt. Gut. Das Fahrzeug hier, ich weiß nicht, ob wir das abschleppen lassen können, weil da sind ja anscheinend Drogen drin, dann können wir das ja... Wir holen einfach mal einen Abschleppdienst. So. Abschleppdienst ist angefordert. Wir gucken mal, ob der da was machen kann. Ansonsten. Ja, kann das Fahrzeug leider nicht abgeschleppt werden. Hallo Flo. So. Kann man bei dem Mod Rettungsdienst spielen? Mit dieser nicht, aber es gibt noch andere Mods, ja. wenn ja, wäre das mal cool zu sehen und gönne mir so oft deine Videos zum Einschlafen. Das freut mich auf jeden Fall, dass du dir oft meine Videos anschaust und ja, Rettungsdienst gibt es eine andere Mod. Hallo, bin neu, Abo da und Daumen hoch. Freut mich, vielen Dank für dein Abo und Daumen hoch. Gut, Abschleppdienst kommt, wird sich dann jetzt um das Teil da kümmern. Geht dann natürlich an die Kriminaltechnik zur Überprüfung, ob da jetzt wirklich Drogen im Spiel sind oder nicht. Und wir können dann wieder auf die Autobahn. Ich glaube, können wir hier lang? Nee, okay. Also, wir fahren dann wieder auf die Autobahn und gucken mal, was uns da so erwartet. So. Ja, Tobi, Gaming hab's schon gelesen. Michi HD, das habe ich auch gelesen. Deine vorherige Nachricht bezüglich Mod bzw. der Belohnung von Leon. So. Hast du eine Pumpgun? Ja, also wir haben eine Schrotflinte halt, ne? Ja, die haben wir auf jeden Fall. Natürlich bei der deutschen Polizei in echt gibt's die nicht, aber wir haben die hier. Hallo, bin neu, moin. So. Gut, der nächste Einsatz wartet auf uns. Wir haben hier ein Fahrzeug, was Drogen transportiert. Also irgendwie, gerade die letzten Einsätze haben alle was mit Drogen zu tun. Da muss mal hier ein bisschen mehr aufgeräumt werden in der Stadt. Auf jeden Fall, wir haben ein Fahrzeug, was Drogen transportiert. Das müssen wir erstmal ein bisschen, ja, beziehungsweise müssen wir anhalten. Ich finde, du spielst es realistischer als die Polizei in echt. Ja gut, in GTA kann man natürlich nicht alles realistisch machen. Man kann es probieren, aber naja. Vielen Dank auf jeden Fall. So. Du bist mein Lieblings-YouTuber, danke. Ich grüße am Ende meines Streams. So. Oh, aus dem... Ja, Leute, so viel zum Thema realistisch. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt mal probieren, dass wir den Drogendealer da finden. Der transportiert ja momentan Drogen mit sich. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir den anhalten. Wir machen einfach mal, wir geben dem Anhaltesignal. Einen Moment. So, Anhaltesignal sollte jetzt hier kommen. Anhaltesignal, ja. Und dann werden wir mal gucken, wer ist denn das jetzt? Der hintere, ne? So, anhalten bitte. Einmal bitte rechts ranfahren am besten. Ja. Gut, einmal bitte. Na, jetzt habe ich da hinten wieder mal so ein Nagelband gelegt. Sieh dir an. So, einmal rechts ranfahren. Nein. Ja, ich glaube, da sind wirklich Drogen im Spiel. Gut. Kollege, kommst du bitte? Mein Kollege, was macht der denn da hinten? Ups. Ja, ich weiß nicht, mein Kollege ist irgendwie ein bisschen blöd. Der sichert mich jetzt von da hinten. Gut. Dann gehen wir jetzt mal mit Waffe voraus hier hin. Einfach. Okay, haben wir flüchtige Personen, haben flüchtige Personen. Okay, Kollege, Kollege, komm sofort, komm sofort. Ich hol dich ab, ich hol dich ab. Wir haben eine flüchtige Person, Drogen, bitte. Oh, einmal bitte Verstärkung. Kollege einsteigen. Ja gut, dann nicht. Wenn du nicht kommst, das ist dein Problem. Okay. Auf jeden Fall... Ach, da ist er. So. Kannst du mal so Mythen oder unlogische Dinge in GTA machen, wie Enrico, Italia und ID zockt? Also nicht denken, dass ich Werbung bei dem mache. Ich weiß nicht, ob ich da genügend Sachen finde, weil ich spiele ja in GTA eigentlich immer nur Mods. Und ja, vielleicht mache ich da mal so eine Folge, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Und ich denke, ID Zock und Enrico Italia machen das besser als ich, von daher. Ah, hier ist ein Drogenpaket gewesen. Gut. Bin mal gespannt, wenn du Polizist auf dem Klärwerk-Server bist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das werden kann, weil es ist halt schwierig, da reinzukommen. Ansonsten habe ich noch einen Server gefunden, der ist etwas kleiner, aber der ist besser programmiert als Klärwerk. Den würde ich euch auch gerne mal demnächst zeigen. Also der ist wirklich mega cool. So. Die Herren, bitte jetzt einmal aussteigen. Sofort raus da, sofort raus da. Ihre Reifen sind eh schon kaputt. Okay, raus, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch nehmen. Genau, nehmen Sie einfach die Hände hoch. Perfekt, und jetzt ergeben Sie sich, ergeben Sie sich.
So, wir haben natürlich hier ganz cool unsere Taschenlampe am Start. So muss das. Dann machen wir direkt mal einen Screenshot, weil das sieht ziemlich nice aus. Hey, auf dem Boden bleiben, auf dem Boden bleiben. Okay. Gut, Handschellen werden angelegt. Ich bin müde und gehe ins Bett. Tschüss, bis dann. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. So, die Dame ist auf jeden Fall festgesetzt worden. Wir holen dann nochmal hier eine weitere Streife hin. So. Gut. Und was passiert jetzt? Ach ja, jetzt passiert die Gerichtsverhandlung. Oh Mann. Ja. Ja, wir haben jetzt die Drogenpakete erstmal nicht aufgesammelt. Aber auf jeden Fall wurde hier der Fahrer eingebuchtet wegen, ja. Ja, weil er sich hier der Festnahme entzogen hat und wegen gefährlicher Fahrweise. Für 2 Jahre kommt er in Haft. Ja, perfekt. Aber ist da, hast die 30.000 verdient. Bist der Geilste. Danke auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie viele noch bis zu den 30.000 fehlen. Ich weiß es nicht. Du musst viel, viel unfreundlicher sein, damit es realistisch ist. Okay. Ja, Leute, dann müssen wir ab jetzt unfreundlicher sein, ne? Das machen wir. Der Beifahrer wurde für 1 Jahr in den Knast gesteckt. Und ja, es gab 3 Drogenpakete, die haben wir jetzt aber nicht eingesammelt. So, okay. Ja, die sind aber immer noch hier. Na gut. So, kannst du bitte Feuerwehr spielen, kann ich demnächst auch mal wieder machen. Gut. Kollege, komm rein. Komm rein. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, setzen wir unsere Streife fort. Jetzt ist momentan Nacht. Allerdings werde ich den Stream jetzt auch nicht mehr so lange machen. Also, jetzt, ne? Es ist ja jetzt auch schon fast 22 Uhr. Und deswegen, aber wir fahren jetzt noch auf jeden Fall ein bisschen rum. Ist das auf PC, fragt Daria. Ja, das ist auf dem PC. Mods gehen eigentlich nur auf dem PC. Deswegen. All dieses und meine Videos sind auf dem PC. Was haben wir denn hier? An alle hinter uns. Wir machen mal kurz hier Blaulicht. Ey Leute, guckt euch an, wie geil das Blaulicht hier reflektiert. Es ist mega nice. Hier an der Seite, richtig cool. Okay, auf jeden Fall, wir haben hier anscheinend ein widerrechtlich abgestelltes Fahrzeug. Mitten auf der Autobahn, das geht so nicht. Also, nee, die Herren. Das gibt jetzt einen ordentlichen Strafzettel. Oh Mann. Okay, wir haben es jetzt aufgemacht. Nein. Eigentlich wollten wir nur einen Strafzettel geben. Aber gut. So, wir haben das jetzt der Leitstelle durchgegeben. Strafzettel auf den Besitzer und wird dann abgeschleppt. So. Die Herren hinter uns. Ja, sie können eigentlich dran vorbeifahren, aber mein Kollege blockiert die Karten ein bisschen. Okay, wird abgestellt. So. Perfekt. Dann einmal wieder einsteigen. Los. Einsteigen. Perfekt. Und, ja. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Schuss muss essen. Yo, bis dann. Auf jeden Fall, jetzt hat sich gerade auch GTA verabschiedet und mal wieder nach 2 Stunden sich abstürzen lassen. Aus diesem Grund würde ich sagen, Leute, ich grüße euch jetzt noch. Also, wer gegrüßt werden will, hat jetzt die Chance dazu, gegrüßt zu werden. Aus diesem Grund, Leute, schreibt einfach mal in den Chat, grüßt mich rein. Bitte aber, wenn ihr euch euren Namen gehört habt, dann am besten nichts mehr in den Chat schreiben, beziehungsweise, ne? Du verdienst den 3. Stern auf der Schulterklappe. Danke. Oh Mann. Gut. Ich würde sagen, wer gegrüßt werden will, grüßt mich in den Chat schreiben. Wenn ihr euch euren Namen gehört habt, beziehungsweise wenn ich euch gegrüßt habe, dann bitte nicht nochmal schreiben. Ansonsten kann ich irgendwelche Leute nicht grüßen, weil ich die übersehe und deswegen. So. Gut. Ich grüße Daira, ich grüße John, ich grüße Smiley Gamer, ich grüße Maurice und Jerome, ich grüße Sade Gaming natürlich. Nochmal danke für deine Spende. Ich grüße Niklas Gaming, Aliboss, Daira, dich habe ich schon. Smiley Gamer, Slither.io, She's King, Leon Moraski, seid gegrüßt. Joel, Reported Player, YOLO Gamer, Hipster, Leon Meyer, sei auf jeden Fall gegrüßt. Wärst so ein guter Kandidat für Mod, wenn ich welche suche. Wenn du noch in den anderen Livestreams aktiv bist. So, wo war ich jetzt? Jan Philipp, Familie Brause, Janis, Claudia, Cindy, Gamer King, Leon, Luca, Tobi Gaming. Oh Mann, jetzt explodiert der Chat. Was denn? Quention, Nani, Claudia, Jim. Jim Panse 92, Triop 300, Kevin, Jamer oder Yammer Luxkin, Nico Hipster, Gamer King, Janis Gaming Standard Skill 26, John Mensa, Andy Paul TV, Dragoner B, Gamer X-Time, Kevin Eck, Jimson, Janet Goldmann, Kula 123, Jonathan, Markus, Maxim, Ivan,
Meister Games, Nani, Cindy, Paul TV, John, Daira. Ich werde anders ausgesprochen. Okay, Daria. Ja, oder Daria sei gegrüßt. Hoffe ich mal, dass es jetzt richtig ist. Sascha, Kevin, Heidal. Heidal HD. Cool Kanal, Zip151, Matthias, Udo, Gerig, Luke, Michi HD, Skiller04, FIFA, Markus, Kenny, Kevin, Dennis, Mr. Gamer, Digga, was? Tobi Gaming, Cool Pictures, Mickey Mouse, Wunderhaus, Lukas Schwan, Leon Meyer, Triop300, Maxim, Digga, was? Sunny, Boy Support, Abos da, hast du 30k verdient, bist du geil, danke. So, Dominik, Benjamin, Clash Royale, Zocker XD, Davolino, Flamento, HD, Mr. Gamer, Bastian, sei gegrüßt, Robin, vielen Dank, sei gegrüßt, Tobi, Crazy King, sei gegrüßt, Tobi, BBM, sei gegrüßt, Nico, sei gegrüßt, Kevin, sei gegrüßt, Smiley Gamer, sei gegrüßt, gut. So, André Quafter, HD, sei gegrüßt. Und ich denke, jetzt schreiben auch viele doppelt. Lukas sei gegrüßt, John sei gegrüßt, Sascha sei gegrüßt. Ist abonnieren kostenlos? Ja, abonnieren ist kostenlos und dann kannst du kein Video mehr verpassen. Weitere Videos findest du übrigens jetzt, wenn du rechts oben auf diesen runden Kreis mit dem I klickst, da findest du weitere Videos. Einfach mal auf die draufklicken. Und dann kannst du dir gerne jetzt, wenn du willst, anschauen. So. Claudia, dich habe ich schon. Hadi, Leikan. Janis sei gegrüßt. Claudia sei gegrüßt. Xflo sei gegrüßt, Chaos Nico 99 sei gegrüßt, Luke Jupp sei gegrüßt, Monty Bach sei gegrüßt, Quentin Rosner sei gegrüßt. So, korrekt, danke, kein Problem. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt so gut wie alle gegrüßt, weil viele schreiben jetzt doppelt und deswegen, ne? Aber wenn ihr euch nicht gehört habt, vielleicht nochmal zurückspulen. Vielleicht habe ich euch ja erwähnt, Melanie sei gegrüßt, Michi sei gegrüßt, Jakob sei gegrüßt. Ich habe den Stream geteilt, danke, Digga, was. Blazecraft sei gegrüßt, da bist du sogar der Echte. Dann haben wir uns ja letztens unterhalten. Ja, Blazecraft sei auf jeden Fall auch gegrüßt. Und ja, ist sogar der Echte. Moin. Gut, M80A0303 sei gegrüßt. Elia X2 sei gegrüßt. Fabiana29 sei gegrüßt. Standardgamer sei gegrüßt. LSY sei gegrüßt. Standardgamer sei gegrüßt. Monty Bach sei gegrüßt. Janis G sei gegrüßt. Heso Özem sei gegrüßt. Fabiana29 sei gegrüßt. Jonathan sei gegrüßt. Zip151 sei gegrüßt. Liam O'Brien sei gegrüßt. Oder Liam O'Brien. Liam O'Brien eher dann. Ne? Bluetimer D sei gegrüßt. Creeper441 sei gegrüßt. Blue Time sei gegrüßt. Familie Brause, euch habe ich schon. Gut. Du bist einfach der beste, bester Mann. Danke. Gut. GammaX1214 sei gegrüßt. Und ansonsten, Leute, werde ich dann jetzt auch mal gleich. Ja, mach mehr Videos. Jo, werde ich auf jeden Fall machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem fürs Zuschauen. Wen ich jetzt beim Grüßen übersehen habe, tut mir wirklich leid. Es ist schwierig im Chat jeden zu sehen. Vielleicht den Unicorn Lover noch, Meister Games noch. Ja, ansonsten. Denke ich mal, habe ich hier hoffentlich jeden gegrüßt. Wenn nicht, tut es mir wirklich leid, aber ja, passiert halt manchmal, dass man Leute übersieht. Das ist halt ziemlich schwierig, müsst ihr auch mal machen. Und ja, ansonsten werde ich dann jetzt den Stream beenden. Der Psycho, moin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Oben rechts auf das i klicken für neue Videos, beziehungsweise für weitere Videos. Haut rein, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euch noch eine schöne Nacht und bis dann.